Walle, du bist noch relativ jung und frisch im Rennsport, weil du vorhin, also virtuellen Rennsport, weil du vorhin gesagt hast, das ist ein kompliziertes Regelwerk. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Da gibt es noch Ja. kompliziertere. Ja, ich wollte, Da ja. musst du mehr beachten. Also, das Ja. ist hier noch recht zärtlich. Ich glaube, das Einzige, also so neben dem Standard, was du ja hast, was jetzt zum Beispiel gelb, blaue Flaggen und so weiter angeht, die einzigen Sachen, was ich jetzt aktuell groß unterscheiden kann von Regelwerken, sind zum Beispiel solche Sachen wie Safety Car, Full Course Yellow, weil die relativ neu, also noch nicht so oft genutzt werden eigentlich. Und da muss man sich halt auch erstmal dran gewöhnen, aber den Rest, dieses Standardprozedere lernt man ja, glaube ich, über die Zeit ja auch kennen, ganz gut. Ja, wir haben 20% Regenchance. Leute, und es zieht, naja, Ja, jetzt warten wir mal. zieht nicht zu, alles gut. 20% besteht die Chance, dass es regnet. Oh, die los geht's. Go, go, go. Einführungsrunde. Ah. Pushen, warm fahren und rin. Ja. Okay. Ignoriere das einfach. Ja, ich glaube, der hat von der Entry List ist da, glaube ich, falsch eingesetzt worden irgendwie. Was machen die denn? Ich habe keine Ahnung, was jetzt das wird. Egal, ist eine Einführungsrunde. Ist noch nicht losgegangen, ist gut. Nicht wild. Das ist halt jetzt wieder. What the fuck? Ist egal. Ist Bin egal. verloren. Irrelevant für uns. Ist nicht irgendwie für Rennen relevant. Denke mal dran, hier sind viele Leute, die wir auch erst neu dabei sind und so. Ja, klar. Ja. Vielleicht vorher Sprint gefahren, Hot Laps. Michel fährt Simgrid, der fährt ein anderes Event. Der fährt Ja. ganz schnelle Jungs heute. Also so Weltniveau. Die lassen es fetzen. Ja, wer ist er auch? Ja, stimmt. Ja. Top Class. Erster Split. Ja. Also irgendwas stimmt hier mit der Ausstellung auch gerade nicht, ne? Das passt. Warte. Der hinter mir müsste eigentlich vor mir fahren. Hast du in der Mitte die Anzeige? Ja. Ja, wenn du da drinnen bist und passiv bist, ist egal. Du weißt, ich streite gerne mit der Rennleitung, wenn es darauf ankommt. Du bist im Fenster drin, alles gut. Wenn er das nicht checkt, hat er Pech gehabt. Ist nicht dein Bier. Ja, gut. Wie gesagt, bei mir steht halt P16 und er ist hinter mir halt P15, ne? Deswegen. Ah, das ist egal. Wie gesagt, solange du im Okay. Fenster drin bist, stehst du richtig. Und wenn Aber es er gibt kein das. Fenster. Es ist alles manuell. Es gibt hier nichts. Also Anzeigen oben. Ich habe Ja. nur meinen Cursor oben. Er Er wartet wartet auf auf die die Doppelfeile Doppelfeile einfach einfach mal mal ab. ab. Ja, eben. Er Er kann kann sich sich ja ja wieder wieder neben neben mich dich setzen. setzen. Also, Also lass lass dir dir Zeit. Zeit. Wie Wie gesagt, gesagt, wenn wenn er er sich, sich, er er kann kann sich sich ja ja das das wieder wieder zurückholen, zurückholen, wenn wenn er er sich sich nicht nicht holt, holt, ist ist er er selber selber schuld. schuld. Übrigens, bevor 10 Leute wegen doppelt, das ist normal, da geht es darum, dass ihr wisst, wann Boxenfunk ist. Also wenn jetzt Vincent da reinspricht, ist Doppelfunk, weil Umgekehrt bei mir auch. ich sitze im Dings auch drinne. Also ich höre den Fahrerfunk mit, weil wir das getrennt haben mit Fahrerfunk und Stream. Alles gut. Ich wollte nur Ach, sagen, bei euch ist ich das glaube, ja. der McLaren. Jetzt haben wir das Problem, weil der McLaren ist jetzt vor uns ja reingeschert. Jetzt ändert sich die Startaufstellung nochmal ab. Warum auch immer der da reingezogen ist, aber ist egal. Ja, weil der irgendwie falsch eingesetzt wurde von dem Startgrid. Ja, ist egal. Passt ja. Also Also nicht ich wundern, wundere, das es hat hat sich sich von von McLaren McLaren von von hinten hinten nach nach vorne vorne ein, setzen einsetzen müssen. müssen. Also Also es es kann kann sein, sein, dass dass sich sich das das ein ein bisschen bisschen nochmal nochmal ändert. ändert. Fünf, 48 Autos sind unterwegs. Das ist schon auf Barcelona ganz schön tight. Jo. Pyroton, Dankeschön für 40 Monate. Marbles, Dankeschön für 56. White Tiger, danke für 30. Philly the Chef, Dankeschön für 9. Rick und so, danke für dein Prime. Privex, Dankeschön auch an dich für dein Prime. Vielen Dank für den Support, Leute. Das sieht doch jetzt gut aus. Ey, wir haben die beste Startposition auf der linken Seite. Da vorne ist Schwesternauto. Seht ihr den Porsche? Da vorne ist er. Fingers crossed, Leute. Fingers crossed. Geht gleich los. Oh. Er will auch nicht an der Seite, ne? Aber Green light, green light. Go, go, go. Oh, er weggeschlagen. Oh, der Audi, guck dir den Ui! an. Oh, Junge. Der Audi hat aber richtig gezogen, Junge. Der Hui! hat einen guten Ey, Start bitte gehabt. nicht 4 wide!
Mach das nicht! Fahrt bitte nicht 4 wide. Okay, halt. Komm hier durch. Das ist alles. Genau, ja. Man gewinnt hier nichts. Genau. Hauptsache, wir kommen hier, dass jetzt hier Monika ein bisschen auseinandergezogen ist. Alles gut. Genau, ja. Oder vorne gehen sie wieder zu. Oh. Ich glaube, das sind sogar Teamkollegen. Was, die vorne? Die Essens, die zwei, ja, die sich, ja, muss ich halt, ne? Die drei Essens gehören da zusammen. Schieben sich erstmal gegenseitig vor Ort raus. Jawohl. Ja, wir haben drei Plätze verloren, ist scheißegal. Wir sind safe durchgekommen. Ja, und wir haben keinen Autoschaden, ja. Das ist viel wichtiger. Die vorne haben Schaden. Ja, genau. Den Essen werden wir uns jetzt noch snacken, denke ich, gleich. Ja, lassen wir uns Zeit, das dauert. Die werden sich ja eh jetzt halt eh alle so bekriegen und sich da gegenseitig zweit in die Kurve reindrücken, da kommt Stefan auch wieder locker ran. Oh, ja. Also. Schön rausgefahren, sehr gut. Boah, ich muss mal einen Ventilator ausmachen. Mir ist kalt. Schwestern Autos P2, das ist nice. Schönes Ding. Haben sie sich verdient, jo. Die Boys. Sind auch direkt dran, auch am Bentley. Alter, ach, Torben ist erster, Mensch. Der Lambo hinter uns macht ganz schön Druck, Junge. Oh, jetzt verliert er weh. Wir sind halt ultra schnell auf den Geraden, ne? Ist jetzt schon mal aufgefallen? Nee. Ja, wir haben, glaube ich, mit eins der zügigsten Fahrzeuge auf den Geraden. Das ist richtig krass. Das ist ja so eigentlich, was der Mercedes ja eigentlich auch tun sollte, gefühlt, ja. Ne? Aber Spaß sieht das ja zum Beispiel wieder anders aus. Du fährst dann nächste Woche nicht den Start, Jay, alles gut. Für dich wird das, also für dich, du wirst wahrscheinlich sehr oft, also wenn du so ein Mensch bist, kacken müssen, Jay, weil das halt wirklich sehr viel Nervosität mit sich bringt. Aber es wird geil, glaub mir. Das gibt sehr viel Dopamin. Pendelt sich's auch langsam so ein? Kann ich. Dann ist gut. Ja, der Lambo, der hat auch nicht mehr so gute Meter. Also der Lambo ist ja überholt worden. Boah, der hat aber richtig zurückgesteckt. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Kuss. Kuss. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Wie sieht's hinten aus mit unserem Mercy? Oh, die haben Plätze gut gemacht. Schönes Ding, Volker. 35. Schön vom vorletzten Platz nach vorne auf 35. Jupp. Die waren nicht vorletzte im Quali. Doch, doch, die waren ganz hinten. Echt? Ja, ja. Schön auf 35 vorgefahren. Stark, nice. Was? Oh. Oh. Ist egal, ist Vorteil für uns. Alles gut. Ja. Wir haben keinen Schaden. Schwung nicht so, aber. Ist egal, Windschatten. Wir haben keinen Schaden. Wir müssen nicht in der Bohr. Ja, ja, Windschatten kommen. Der Lambo kommt nicht ran. Das ist ein Aston. Der hinter uns ist kein Aston, das ist ein Lambo. Ist das mittlerweile ein Nee, hinter uns war noch ein Lambo. Ja, aber der ist schon seit letzter Runde überrundet. Der ist schon überholt worden. Der ist jetzt halt schon über 5 Plätze zurückgefallen. Ja, ich sehe. Er hat aber dieselbe Farbe, das ist ja der Witz an der Sache. Deswegen hatte ich das. Ich habe nur in den Rückspiegel unten rechts geguckt. Ach so. Stefan geht's richtig ruhig an. Ja, ist doch gut. Ja, er lässt ja um. Ja. Unsere Stärke ist halt A, Regen und Mittel. Wir sind halt ja. Alle nicht so gute Starter, ne? Hm. Also sind wir halt wirklich alle nicht, wenn wir uns mal. Ja. Ne? Ja, ja. Also lieber safe fahren. Also vorne halt start. Also wenn, vor allem, wenn du startest und dann auch ein bisschen weiter vorne in meinem Grip bist, da geht ja auch wirklich anders der Stift. Das ist bestimmt der Grund, warum wir AMG gefahren sind. Ja. Weil ich kein Essen fahren wollte und die anderen Jungs kein Fefe fahren wollten und damit der Mercedes unser Pick ist immer. Also wir haben immer so einen gewissen Pool an Autos, den wir fahren. Und mit Centrin und Elvinco fahre ich auch noch eine Season Endurance Rennen, wo wir 8 Stunden Rennen fahren und da fahren wir den AMG. Und deswegen haben wir einfach so den AMG dann als Safe Pick genommen, weil wir alle mit dem Auto schon mal gefahren sind.
Und ich auch keine Autos aussuche, die, alter Freude, da ich keine Autos gerne fahre, die Balance of Performance ganz weit vorne sind, weil ich sowas affig finde, sondern die Autos, die mir liegen und bei denen ich Spaß habe. Oh, der verbremst sich. Jo, aber ist egal, hat er noch gekriegt. Übrigens, erster Platz, ja. 1,44,1 gerade. Boah, was? Ja. Und ja, Schwestern Auto mit Zehentner 1,44,6. 15 ist gut. Ja gut, Torben ist halt auch eine Sau, auch sauschneller Fahrer. Also der ist halt, ja. Der ist schon so dreiviertel des Alien so, der Junge. Eine schöne Audi-Front dahinter. Also vorne hast du Bentley, Porsche, Ferrari und dann kommen erstmal schön drei Audis. Ich muss sagen, überrascht mich tatsächlich, der Aston ist gar nicht mal auf den Geraden so langsam. Also der. Ja, gut, der geht hat auch Windschatten, gut raus. Ne? Also vier. Ja, haben wir ja auch. Naja, klar. Der kleine Windschatten, glaube ich, wäre nicht so schlimm. Ja. Aber man merkt auch tatsächlich, Barcelona ist es sehr schwer, da irgendwie großartig ranzufahren oder halt. Du musst halt auf Fehler warten. Wie jetzt hier vorne. Oh! Da ist er. Axandra macht das sehr gut. Da ist er. Und aber ich weiß nicht, ob er reinsticht. Nee, macht er nicht. Gut, ist clever, ist schlau. Aber der Aston, der fährt auch vorne am Limit, also der fährt schon richtig viel quer. Ja, der wird schon seinen Fehler machen, den hat er bald. Ja. Und der andere Aston macht auch Fehler. Ja, er fährt halt seinen Reifen auch direkt ab, also wenn er halt so quer fährt am Anfang. Ja. Komm, zieh! Oh. Er versucht? Nee. Das brauchst du nicht versuchen, Maga. Da muss er. Da muss der Xetre die Überbremse haben, um das zu reinzustecken. Dann muss er mit der Handbremse ans Werk gehen. Das Problem ist, der Aston ist jetzt richtig gut durchgekommen dahinter. Aber es ist gut, dass die Linie zu war, aber der wird jetzt reinstechen, denke ich. Oder? Ja, ich denke auch, ja. Nee, sieht nicht. Nee, sieht nicht. Ist gut. Er lässt aber auch zu weit offen. Ja, zumachen müssen. Aber ist egal, ist okay. Ja. Nicht will. Hey, Brudi! Oh! Das war frech jetzt. Das war frech. Naja, passt schon. Ist egal, Akzenten gut aufgepasst. Kann er ja machen, also. Ja, ja, klar. Also, frech heißt ja nicht scheiße. Also. Ja, klar. War gut. Hinten die Zeiten aus. Also vor uns 1,47, fast alle 1,47. Zentren hängt halt ein bisschen fest, er könnte halt noch 2 Sekunden drauflegen, aber geht halt nicht mit dem Verkehr. Ja. Vorne fährt. Eine Sekunde. Ja? Ja, er verhakt sich halt noch in diesen vor ihm fahrenden Feldlinien so ein bisschen. Ja, eine Sekunde fährt. Ja. Ist ja nicht schlimm, Entschuldigung, Verkehr. Ach, alles gut. Also der Bentley vorne fährt 1,44er konstante Zeiten, danach kommen 1,46er Zeiten. Also die ersten beiden werden auf jeden Fall sehr viel Platz nach vorne machen. Ja, die Bremsen quietschen. So, jetzt gucken wir mal trotzdem mal nach dem Schwesternauto. Volker ist auf 36, hat wieder einen Platz abgegeben, aber trotzdem sehr gut. Und der Porsche, unser Schwesternauto, ist auf 2. Alter. Sticht er wirklich bei seinem Kollegen? Oder sie haben die sich abgesprochen? Nee. Das ist nicht sein Kollege, oder? Die haben sich ab. Doch, die gehören zusammen. Ach so. Das ist ja dieselbe Lage. Ah! Nee, macht er nicht, okay. Ich hätte es gemacht. Ich hätte es auch gemacht, ehrlich gesagt. Also so bei meinem aktuellen Start bin ich da voll reingegangen. Ja. Ich hätte committed. Aber macht er schon gut, alles in Ordnung. Ja, es kommt Maserat. Oh. Das ist auch ein richtig schneller Finger. Was? Terraform hat Geburtstag? Alles Gute zum Geburtstag, Terraform! Alles Gute. Oh, oh, oh.
auch. Gut aufgepasst, sonst hätte er ihn weggeschoben. Ja, da guckt ihr mal diesen Zug an, ne? Also es zieht sich halt boah. Was Lothar ist halt klein, ne? Hinter uns kommt der Fefel. Ja, ja, der Masurat ist ein schneller Finger. Also. Ich glaube, Hexentern könnte halt so viel schneller, aber er muss jetzt einfach patient sein, einfach wegen dem ganzen Traffic da vorne. Ja, 1,46,6 ist, wird schneller gehen, ja. Aber es ja, könnte okay. Locker. Es sind 12 Minuten rum, es sind immer noch schon 8 Stimmt! Da wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Und die vorn strugglen ja sowieso schon, also. Ja. Ja, der Aston ist sehr flott, die fahren halt alle mit Windschatten. Gerade. Ja. Das dürft ihr nicht vergessen. Das macht viel aus. Jo. Und Xandra muss halt. Wirklich Abstand lassen, weil die vorne sehr schlängeln und da kann er halt nirgendwo reinstechen. Kommt drauf an, je nachdem, Ghost. Also richtig taktieren geht in den letzten 3-4 Stunden los. Jetzt gerade ist erstmal nur fahren und überleben, gucken, wie sich das alles entwickelt hier. Danke an euch. Also taktieren machen wir so die letzten 3-4 Stunden. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschüss. Vielleicht haben wir auch dann Glück und ein paar, weil ich sehe schon erfahren. Oh, 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 oh. Da geht's los. Vorsicht, vor dir ist gerade wild. Oh, 30, ey, Masurat nicht reinstechen, bitte. Oh, tu das. Mach komm, muss das denn sein? Ernsthaft? Das ist halt so. Ist egal. Ist egal, Vico, ist egal. Lass sie machen. Janik, lass sie sich die Hörner abstoßen. Oh, bist vor dem wohl egal, mit Kontakt oder nicht, ne? Aber ja, gut. Ja, ist halt, ist, ja. Ist egal, Xentrin. Wir haben immer noch 11 Stunden übrig. 40 Minuten. Lass sie sich die Hörner abstechen. Das wäre oh, Alter. Hier kann man nicht mehr sehen auf dem Triple Screen. Hier, also ich. Es wird nichts. Da gibt es keine andere Cam. Hier eigentlich die, das Overlay. Mein Sim-Hub ist so ein Haufen Elend manchmal. Sorry. Es lädt halt nicht. Achtung, Achtung. Sehr schön. Alter, Masurat sendet aber komplett rein, ey. Alter. Es war, ist nicht sein Ernst, Alter. Alter, was machen die denn, Mann? Ganz ruhig, lass dir eine Scheiß fahren. Die fahren ja, alles links einen ab, dann fährt ja, er alles gut, drauf. Alles gut, konzentrier dich. Deine Reifen hast du, sind noch super, du hast. Ja, alles Farben. Gut, komm, ist gut, ja. Ich schau mir das an und mach das. What the fuck, Mann? Ja, es ist halt echt. Fahren wir hier in 30 Minuten Rennen oder was, ey? Es ist jetzt zum Glück nichts Großes passiert. Die fahren sich da vorne, alle die Dellen in die Karre. Alles gut. Wir haben genug ja, und mir Zeit, auch. Das raus. Ja, alles gut. Wir haben jetzt keinen großen Schaden. Deine Pace ist eh schneller. Deine Reifen sind auch noch gut. Einfach Kopf durch. Du hast 2 Stints, um das alles wieder rauszuholen. Da wird noch mehr passieren, glaub mir. Wenn die so weiterfahren,
fliegen noch mehr ab. Also ganz ruhig bleiben. Einfach. Ja, ist gut, Maga. Okay, genau. Danke. Kannst du schon wieder halben Roman erzählen, weißt du? Ja! Ja! Mach ja. Kurz! Kurz! Wer war das jetzt? Wer war das jetzt hier? Wir haben uns hier reingefahren. Keine Ahnung. Stöckmann, wahrscheinlich. Gleich. Schauen wir schon ins Replay. Voll der grüne Audi, der mit draufgefahren ist, ne? Ja. Stöckmann und Zimmermann. Ich schau grad. Ja, Stöckmann. Runde 8. Gibt's irgendwo ein Report-Formular oder so? Discord. Bin ich nicht drauf. Ja, warte. Im Dings drin bei uns hier, Chat. Danke. Das ist egal, Leute. Das ist, ist immer dasselbe. Das lohnt sich gar nicht, sich in einem Rennen darüber aufzuregen. Es lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Es verschwendet Lebenszeit. Und man darf nicht vergessen, dass das Moin. Fahrerfeld hier nicht. Also hier sind noch ein paar Anfänger mit dabei. Alles gut. Und es sind noch 11 Stunden und 40 Minuten. Was denn passiert? Naja, das übliche, Michel. Von hinten einmal schön sendet und dann. Bup, ausgedreht. Apropos 4 Sekunden Schaden ungefähr. 3,8 noch was. Fährt sich der Wagen noch? Fühlt sich noch okay an. Ja, ja, dann Feuer. Ich hab's jetzt eingeschickt. Aber gerne einen reintücken. Wer mir lieb. Haben wir alles schon fertig. Danke. Ja, schade. Schade. Ist egal. So, völlig Wuppe. 11 Stunden 40, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Ja, fuck. Brauchst du gar nicht. In dem Moment, als du auf Send beim Report gedrückt hast, ab dem Moment ist es egal. Ja, passt schon. Das könnt ihr noch. Was heißt reindrücken? Dass wir den Vorfall melden bei der Rennleitung und dann die eventuell eine Strafe kriegen. Das ist mit reindrücken gemeint. Ein Report. Oh, Philipp hier. Quer Mike Sit. Der Bentley kommt, der ist gut durch hier. Krass. Nee, BMW fährt keiner mit, glaube ich. Nee. Ich glaube, du willst hier auch kein BMW auf der Strecke fahren, tatsächlich. Obwohl. Hat's ich glaube gar nicht mal das. Hat alles überall fahren. Ich glaube, dass das der BMW, glaube ich, nicht mal so schlecht hier gehen würde. Oh. Der schludert aber auch übel mit dem Heck hier. Wer? Der Bentley. Der Phil.
Ja, der muss halt das, was der da vorne, der Audi, was der rumschleiert, muss der, also Kettenreaktion halt, ne? Weil der Audi fährt vorne auch nicht so safe. Nee, also, der fährt auch wild. Ja, der wird sich, denke ich, auch in den nächsten ein, zwei Runden mit irgendwas verabschieden. Ja. Denke ich. Boah. Ja, das Problem ist jetzt einfach nur, dass Zentren sich kurz mal finden muss. Echtzeit 12 Stunden, ja. Wir fahren Echtzeit 12 Stunden. Also wir sind um 24 Uhr heute Nacht fertig. Oh, da liegt einer. Sind Motorschäden an? Alles. Motorschäden, Reifenschäden, Bremsscheiben, Auto, alles. Hier ist alles an. Jo. Also es wird alles simuliert. Fährst du automatisch? Nee. Ich fahre mit Teammates, also gerade mit Elvinko. Hallo, Elvinko. Hallo. Ah, der mit dem. Und jetzt gerade sitzt jemand im Auto, das ist Xentrin. Und, ich bin eigentlich so viel schneller, Mann. Der jetzt gerade gesprochen hat, der sitzt gerade im Auto. Wir fahren mit drei Mann und wir fahren alle vier Stunden verteilt von den 12. Also jetzt gerade fährt Xentrin zwei Stints, also von Boxenstopp zu Boxenstopp ist ein Stint. Oder jetzt in dem Fall von Start zu Boxenstopp ist ein Stint. Der geht meistens 60 bis 65 Minuten. Dann fährt Xentrin nochmal, also Xentrin fährt jetzt zwei Stunden. Dann fährt Elvinko zwei Stunden, dann ich zwei Stunden, Xentrin zwei Stunden, ich zwei Stunden und Elvinko das Ende, glaube ich. Genau. Ja. Also so ist das aufgeteilt. Ich bin jetzt gerade aber auf unserem Auto drauf, um für Xentrin, falls irgendwas in der nahen Zukunft passiert, zu spotten und mit ihm zu reden sozusagen. Ich bin gerade Renningenieur mit Elvinko zu. Also Elvinko und ich sind der Renningenieur gerade. Das sind die Boxenluder. Die Boxenluder, ja. Aha. Ah, der da vorne Games ist jetzt schon wieder hier. Moin, also die. Knubi. Ich muss mal kurz auf die Strecke gucken hier. Ja, also ganz ehrlich, selbst. Also im Endeffekt ist es halt egal, weil das Feld ist. Was macht ihr denn? Ich wollte gerade sagen, Alter, Stücki. Oh, McLaren. Mach jetzt nicht zu, Brudi. Mach doch. Weh. Nein. Nein, Brudi. Ja, ey! Ey! Sauber. Schönes Ding, Zentren. Was ist denn eigentlich mit Herrn Stöckmann da vorne los? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich kenne den Stöcki eigentlich und der Stöcki ist eigentlich kein schlechter Fahrer, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, er fühlt sich irgendwie vielleicht auf dem Audi jetzt nicht wohl oder er hat Schaden, keine Ahnung. Holy aber shit, Junge, das war jetzt aber nicht so süß. Ja. Ich glaube, da kommt noch die zweite Strafe, keine Ahnung, vielleicht. Don't dive and drink heißt es immer so schön. Ey, Knüppi, wie geht's hier eigentlich, Maga? Schön, dich zu lesen. Aber dive and drink. Ausrufezeichen 12H. Da sind alle Infos für euch zu allen anderen Fahrern, zum Stintplan. Alles ist da für euch dokumentiert. Aber muss halt sagen, also ich... Er muss sich halt so gedulden, ne? Also es ist halt nicht einfach, dass du dich da irgendwo gut positionieren kannst oder so. Was willst du machen? Bleibt ihm jetzt in Kampf? Ja, genau. Es ist schon... Also es ist echt eine Geduldsaufgabe gerade hier. Mir geht's supi, Knüppi. Mir geht's wirklich spitze. Ich muss so langsam mal mein Frühstück wegbringen. Ich müsste mir mal Frühstück organisieren, ne? Ja, mach das doch schnell, ich bin ja hier. Ja, okay, gut. Ich kann die Kamera nicht weiter nach hinten machen, oder? Kann ich?
Moinsen, der Inhalt dieser Videoschalte muss belohnt werden. Du machst einem den Motorsport echt schmackhaft. Super, nee, Unterhaltung, top. DC gut, Dice C7. Das geht nur so, Leute. Muss aber für euch reichen als Zuschauer, sorry. Ist auch, also das Ding ist, was ihr verstehen müsst, was ihr verstehen müsst und worauf wir uns einigen müssen, also ihr als Zuschauer und ich als Fahrer, es muss für mich passen und für euch passen. Und das bedeutet, dass wir manche Kompromisse eingehen müssen, was hier zum Beispiel die Kameraperspektive ist, weil ich möchte halt nicht so fahren, habe ich keinen Bock drauf, weil ich das kacke finde, weil ich dann nicht das sehe, was ich sehen will, also müssen wir so fahren. Zwischendurch fahren wir auch gerne mal so. Das können wir auch machen, wenn wir in eine heiße Phase gehen. Aber aktuell fahre ich lieber so, damit ich alles sehen kann rundum. Sorry. Und das hier ist, glaube ich, auch nicht so geil für euch währenddessen. Also, das ist nur beim Fahren gut. Oder sehe ich gerade. Damit Deda sich nachher nicht in die Hose kackt, machen wir das mal kurz in die Mitte. So, für dich, Deda. Küsschen. Nee, keine Heli, Leute. Sorry, das können wir, das machen wir nicht. Finde ich grottenschlecht und geht mir auf den Sack, weil ich da nicht das sehen kann, was ich sehen will. Ich muss das sehen, was da vorne passiert. Und was mir hinten passiert, ist mir egal. Ich muss nach vorne alles sehen. Oh! Da ist der Bentley aber... Es geht nicht weiter zurück. Leute, es geht nicht weiter zurück. Es geht nur so. Fertig. Weiter geht nicht. Das ist durch den Triple Screen geschuldet, dass das die Kamera, die ihr kennt, normalerweise rangezogen ist. Geht nicht anders. Wieso steckt man hinten? Naja, das Ding ist halt, was ich immer euch versuche zu erklären die letzten Tage... Im Rennen ist ein Rennfahren ist was anderes als ich kann den Vorhof nicht hochschrauben, Michael. Der ist durch Triple Screen grau, den kannst du nicht einstellen. Außer. Ne, der ist grau. Durch das Triple Screen ist da Feierabend. Geht nicht mehr, Michael. Haben sie irgendwie rausgenommen, dass man den einstellen kann. Das, wie gesagt. Müssen wir mit leben. Das ist ein Kompromiss, den ihr akzeptieren müsst und ich akzeptieren muss. Und ihr seht ja alles. Plätze sind da. Alles gut. Distance to the Create to the Screen stelle ich auch nicht um, Michael. Ich stelle da nichts rum. Hört auf damit, Leute. Euch darüber bitte zu beschweren. Wir leben mit dem Kompromiss. Ihr seht alles, was ihr sehen müsst. Küsschen. Wann fahrt ihr los heute, Michel? Und streamst du die vollen 24 Stunden? Weil dann kann ich nämlich heute Nacht vorbeigucken zum Einschlafen. Ihr solltet vielleicht, wenn ihr noch Bock habt auf sehr, sehr schnellen Rennsport, könnt ihr gerne Michel noch folgen. Also der wird wahrscheinlich auch streamen. Die fahren heute 24 Stunden auf Spa mit einem sehr, 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 sehr schnellen Auto. Nicht mit einem sehr schnellen Auto, aber mit sehr schnellen Fahrern. Wir streamen ja auch die vom WPS, streamen das auch und so. Du kannst jetzt dein Frühstück wegnehmen, wenn du möchtest, ne? Was kann ich? Du kannst dein Frühstück wegräumen, nee, wenn du möchtest. Nee, hab ich gerade reingezogen. Ach so. Dankeschön, Onkel Brain. Da ist Michel. Da könnt ihr auch nochmal reindrücken, wenn ihr noch ein bisschen was anderes gucken wollt und ihr noch Monitorkapazitäten habt. Mit Michel fahren wir nämlich nächste Woche. Da könnt ihr ihn schon mal kennenlernen vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt. Der fährt nämlich mit uns das 24-Stunden-Rennen nächste Woche auf Spa. Das ist mein offizieller, inoffizieller Arschcoach.
Ziel ist Top 10. Michel, Jay, Max, ein Kumpel von Jay, den werden wir auch kennenlernen. Dann Xentrin und ich. Also die fünf Mann. Wenn es einen Unfall gäbe und es würde Teile oder Öl auf der Fahrbahn liegen, würde das Rennen Einfluss haben? Nee, das gibt's nicht, das wird hier nicht simuliert. Also weder Teile noch Öl, sorry und danke. Gesundheit. Soll ich eine Wette aufmachen? Jo, kannst du eigentlich machen, ja, ob wir Top Ten schaffen. Gerade ein bisschen rutschig irgendwie. Wird's viel wärmer oder so? 1 Grad wärmer ist es geworden, bis bei 32 Grad Strecke. Okay. Wir fahren in die Nacht rein, Eisbär, ja. Meta bleibt auch stabil soweit. Ja. Wofür gibt es bei dem Rennen jetzt das Safety Car? Wenn es richtig einhämmert, irgendwo und, naja, ich sag mal, irgendeiner fliegt vom Server runter oder wie hast du einen richtig fetten Crash, dann wird halt Full Course Yellow ausgerufen. Und dann kommt das Safety Car raus bei Full Course Yellow. Ist ein bisschen noch für die Immersion. Ich meine, im Grunde genommen bräuchte man das nicht wirklich im Virtuellen, weil du Escape machen kannst und den ganzen Shit. Aber es bringt dir halt sehr viel Immersion. Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir einfach mal, in Spa würde jemand voll einplanken nach Radeon, dann kann er meistens gar nicht mehr fahren, weil seine Lenkung krumm ist. Und in dem Moment könntest du halt Full Course Yellow rausrufen. Der kann in Ruhe reinfahren, theoretisch. Und sein Auto reparieren lassen und die anderen fahren dann quasi hinter dem Safety Car her. Hat der Audi sich gedreht? Nee. Der Audi hat einfach nur Probleme aktuell. Weil ich habe das gerade erst jetzt gesehen, dass er hinter uns wieder ist. Ja, ja, Xentrin ist gerade noch an zwei alle. Vorbei. Also am Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, to be. Hallo Chat, Michael, ich hoffe euch und euren Lieben geht es gesundheitlich gut. Gutes Schönes Rennen. Wochenende, die Zelo. Gutes Rennen wünsche ich dir mal. Kann man irgendwo die Zeiten der Fahrer sehen? Ja, kannst du machen. Ausrufezeichen 12H, dort gibt es einen Link, der führt zu Pitball und dann kommst du auf eine Seite, die quasi dir anzeigt, wer welche Zeiten fährt, welchen Sektor, wann die Boxenstopps gemacht haben, Stints und so weiter. Zimmermann 15, Quelle, Cryptic steht vorne auf dem Bildschirm, direkt in der Mitte, oben links. Platz 24, McLaren, Startnummer 25, plus 15 Sekunden Strafe. Und dann müsst ihr Compgrinder auswählen. Und dann könnt ihr euch da das ganze Rennen angucken, wer wann gestintet hat, wer wann wo Boxenstops gemacht hat, wie lange die draußen sind, was für Reifen, wie viel Sprit tanken, den ganzen Scheiß. Könnt ihr euch alles angucken. Deswegen habe ich übrigens genau dafür, weil das war ja mal eine Frage, dafür habe ich hier ein Tablet. Das habe ich hier nämlich drauf, damit ich, wenn Xentrin Fragen hat, immer alles gegenchecken kann. Also später ist das halt wichtig, um zu gucken, wann die vor uns gestoppt haben, wie frisch die Reifen sind und so weiter und so fort. Also dafür ist das Tablet hier, by the way. Ja. Weil sich das ja der ein oder andere immer schon mal gefragt hat. Also sieht langsam aus, als ob er wieder seinen Flow gefunden hat. Oh, das ist krass, der Bentley. Das ist unsere Schanze jetzt hier. Ja. Oh, schlecht auf der Bremse. Egal, hauptsächlich berühren sie nicht. Was ist denn damit? Okay. Nee. Ja, nein, sehr schön. Nee, nein. Ah, oh, super gemacht, sehr schön.
Ja, faires Rad an Rad-Duell, würde Jay jetzt sagen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Siehst du, ich sag... Ja, mach du. Ich fand's krass, wie der Bentley da vorne in dieser schnellen Rechts, ne? Wie stark der da halt aufs Gas gehen kann und wie es den rauszieht, aber halt der drin bleibt. Also ich find's krass. Also Bentley tatsächlich auch hier ein guter Pick. Ist kein schlechter, Bentley ist generell kein schlechter Pick. Alle Autos sind kein schlechter Pick. Das ist halt immer so das Ding. Das versuche ich euch ja mal allen zu sagen, dass das scheißegal ist. Du musst es nur fahren können. Aber er wird unruhiger. Also ich glaube, er hat seine Probleme so langsam. Da sind die ersten 37 Minuten stecken im Kopf. Dave, hast du gerade 10 Subs reingehauen, Alter? Was ist da los, Junge? Maga, vielen Dank für 10 Hütten. Vielen Dank, mein Guter. Das bleibt in der Racing-Community quasi. Glisser, dankeschön auch an dich für 3 Monate. Und Mopsito, dankeschön für 3 Monate. Vielen Dank für die ganzen Subs. Dwayneson, dankeschön für 65 und schöne Grüße an Mu, an Jule. Brunos Banani, oh oh, danke für 3 Monate. Wie lief der Start? Ja. Wir haben überlebt. Das, ich glaube, so kann man immer sagen, wir haben überlebt. Wir sind von 15 runtergefallen auf 25, weil, naja, es war wild. Wir wollten das Auto nicht beschädigen. Also sind mehr so tipsy-tipsy-safety durchgefahren. Aber ist okay, wir kriegen das mal. Dave Gaming 73 giftet A-Tier 1 Sub Tuvale Gaming. They have given 21 Gift Subs in the channel. Warum ist El Zimmer blau markiert? Aha, das können wir euch auch mal kurz erklären. Also wenn ihr links oben, also direkt über mir hier in die Liste guckt, das heißt blau, dass derjenige überrundet wird. Das heißt also... blau heißt also, dass der Zimmer gerade nicht mehr in unserer Runde ist, sondern wir ihn überrunden. Orange würde heißen. Say hello to my little friend. Orange würde also heißen, dass wir überrundet werden würden. Also wenn jetzt beispielsweise von 1 oder unser Schwesternauto auf 2 kommen würde und würde hinter uns in dem Ranking auftauchen da oben, wäre es orange, weil sie uns überrunden wollen. Also blau, wir überrunden, orange, die überrunden uns. Say hello to my little friend. Leute, was macht ihr denn da jetzt gerade? Hm? Sag mal! Was denn? Das ich meine ich doch gar nicht, mein Chat! Friend. Sag mal! Ja, muss ich das denn wissen, wenn du einfach rumschreist? Immer so, unhöflich. Ich möchte gerade kurz anmerken, uns grüßt das Fahrzeug auch, vor uns. Welches vor uns? Hat das Licht links gemacht? Ja, nein, aber der lässt uns gleich vorbei. Das ist der Bentley? Ja, oh. Wenn ich das jetzt gerade nicht verstanden, lassen die uns vorbei. Warum? Weil die wissen, dass Xenon schneller kann. Twitch Prime ist... Sag mal, was... Der dran, der lässt sich vorbei. Danke. Warum? Für euren Support und eure Unterstützung. Weil die unser schönes Fahrzeug irgendwie respektieren. Jedenfalls sind sie nett und lassen uns vorbei. Also hol den dir. Okay, cool. Also ich möchte kurz an die Jungs grüßen hier. Oppermann, Philipp Haas, die Bentley Boys und Oppermann ist auch am Stream. Haufen netter Dudes. Also Grüße geht raus an diese Zuckerschnuten. Say hello to my little friend. Ich habe keinen Geburtstag. Ich hatte vor 2 Tagen haben wir 8-jähriges Jubiläum gehabt, aber ich habe keinen Geburtstag. Nee. Twitch What the fuck, was ist denn mit euch? Lass HC unterstützt, dass sie wissen, dass du seit 7 Monaten Abonnent bist, Kreigesen. Wo kommt das jetzt her? Also warum? Der Hogwarts Express fährt heute von Gleis 7 und ein Achtel. Bitte nicht über die weiße Linie am Bahnsteig gehen. Was ist...
Mach was ihr wollt, ist alt genug. Twitch Brown is not a crime. Dizemo, Dizema. So, jetzt holt er sich den Brodel, der uns so frech überholt hat. War das nicht sein Teammate? Nee, ja, nee, stimmt, der ja auch. Die sind ja beide Fefes sind ja durch. Ja, beide haben so frech durchgestochen da. Say hello to my little friend. Was heißt frech? Das ist halt. Ja, doch, frech kann man sagen, ja. Say hello to my little friend. Was ist denn mit euch los, Chef? What the fuck? What the fuck? Was ist denn mit euch? Say hello to my little friend. Gut, ich war die ganze Zeit in meinem eigenen Stream die ganze Zeit gemutet. Kick weh. Ja, dein Stream freut sich. Ja. Sorry, Chat. Dann nochmal Basti und Michi, danke für den Follow. Oh. Die Frage ist eher, warum nicht? D. Bin halt wieder so ein Experte heute. Say hello to my little friend. Twitch Prime is. Twitch Prime is. Ach, 2K gibt's heute am Stream. Ja, ja, na klar. Natürlich gibt's heute am Stream. Twitch Prime ist. Aber wird er dann auch mit dem rosa Tütü, ne? Also. What the fuck ist mit euch los? What the fuck? Wo kommt denn das her jetzt? Habt doch gar nichts. Wir fahren doch nur 12 Stunden Rap. Was ist denn mit euch? Nimm mein Geld, du geile Sau. Ich hab nicht mal gebetet. Was ist mit euch? Danke an euch alle. Ah ja, Twitch Prime ist not a crime, by the way, Chat. Falls ihr es noch nicht wisst. Schleichgecko gifted a tier 1 sub to error 404 team not found. They have given 192 gift subs in the channel. Ey, ihr wisst schon, dass wir noch 11 Stunden und 17 Minuten fahren. Danke für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Ist noch lange heute. Oho, hoho, sie hinten hat sich auf die 1 gekämpft. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und Leute, was? Ja, Schwesternautos auf 1, aber die müssen letzte Runde richtig hart befeitet haben. Weil ja, aber der Bentley ist nur nach 1,54 gefahren und sie hinten 1,47. Also der muss mit. Ja, der wird sich gedreht haben oder so. Das denke ich nicht, aber. Der wird gut gefeiert. Sag mal, was ist denn jetzt mit euch? Nicht in Ordnung, Chef? Was geht da jetzt ab, ey? Sag mal! Ich muss das auch noch. Ich muss auch noch Danke sagen, gleich. My little friend. Oh, kommen wir da durch? Ja. Nee, kommen wir nicht. Say hello to my little friend. Ach, der macht das schon, Alter. Stefan wird ihn jetzt einfach so dermaßen unter Druck setzen, Alter, dass er mir weiß, wo vorne hinten ist. Twitch Prime. Vor allem, wir haben zwei Fahrzeuge vor uns, die noch Zeitstrafen haben. Also an denen kommen wir auch nochmal vorbei beim Boxenstopp. Say hello to my little friend. Ich habe keine Ahnung, ob man bei Need for Speed Heat mit Lenkrad fahren kann. Say hello to my little friend. Heat? Ja, kann man, aber es ist eher controller-basiertes Spiel, also. Oh. Say hello to my little friend. Gleich ist es soweit. Chat, ich muss kurz gucken, weil gleich ist es soweit. Da ist die 18. Stargeld. Was? Ich möchte jetzt nicht dieser Typ sein, aber in der nächsten Kurve verbremst er sich. Aha, siehst du, und hier sehen wir nämlich, wie es ist, wenn da kein Windschatten ist mit Mercedes. Gib ihm, Junge! Gib ihm! Reiner, die Olga! Reiner, hol ihn dir! Jawohl! Los! Er lässt er auf. Ist eng, ist sehr eng. Nee, oh! Ist egal, ja, das war klar. Da kann er nichts für, das hat echt ein blöder Körper. War ganz nur leicht Ditcher, der ist vom Körper gerutscht. Ist nicht weiter wild, alles gut. Say hello to my little friend. Was ist denn mit euch, Chat? Was geht denn bei dir da drüben ab schon wieder hier? Ich hab keine Ahnung! Ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht mehr folgen. Ich glaube, die Menschen wollen Hot Tub Stream oder sowas. Ja, komm, das reicht. Nee, das reicht. Das reicht doch. Nicht.
Nein, doch. Nein, doch. Der nein. Doch. Warte, er macht den Sack jetzt zu. Das lässt er sich nicht gefallen. Ja, aber der andere muss auch mitspielen. Und dann sind wir nämlich hier und hier ist Kaki. Oh, Stefan. Lass ihn. Ist klüger, glaub mir. Der holt sie nicht. Der ist früh auf dem Gas. Go! Aber er hat die Innenbahn. Er hält die Innenbahn und kommt besser in die. Alter, was gut, ist denn mit dem? Ist egal. Nee, ich meckere. Ja, das ist halt Nein, machen. Ist doch nichts passiert. Zentrum musste nach außen. Wo soll er denn hin? Ja, weil er die Innenlinie bleiben sollte eigentlich. Aber ist ja egal. Hat er doch gemacht. Da sind aber auch Gehkräfte, die schieben. Bahn nach rechts ist genug Platz. Hört auf zu meckern, verdammte Scheiße. Und eure ja, Unterstützung. Das ist nämlich die Konsequenz davon. Ich bin weg. Tschüss, raus. Peace. Moin. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Die und Bad in diesem sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubi. Hallo, ich mache jetzt mal ohne Scheiß. Also auch für dich, wenn du fährst. Chat, ich muss kurz was erklären. Moment. Also, wenn du später fährst, mecker über so eine Scheiße nicht rum. Da ist genug Platz. Ist egal, ob er von der Linie kommt oder nicht. Manche Leute können halt nicht so eng fahren. Nimm die Außenlinie, konzentrier dich auf den Scheiß und dann kommst du da sowieso schon vorbei. Wenn er so am Struggeln ist, und du dich konzentrierst, kommst du da vorbei. Also auch wir müssen da nicht meckern, verstehst du? Das geht schon. Kriegen wir schon hin? Und solange wir nicht ins Gras fahren oder das Ding an die Wand geht, ist alles in Ordnung. Ja. Und jetzt sind wir doch durch. Jetzt können sie uns gerne reporten. Das ist jetzt erstmal zweitens, aber durch sind wir. Ja, gibt es erstmal eine Zeit. Nee, warum? Rennunfall. Ich weiß nicht, ob das ein Rennunfall wird. Doch, das ist ein Rennunfall. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ich mache jetzt mal die virtuelle Rennleitung und mache die Augen zu und gucke in meine Glaskugel, das ist ein Rennfall. Ja, keine Ahnung, also ich stimme da halt schon zu. Also ich sag halt, an der Stelle ist es halt fairer, wenn du halt sagst, okay, du hast die Innenbahn, du kannst dich halt später, wenn der Wagen halt hier auch Platz du ist, aber hier hat er halt, ne? Dann fährst du alle hier zugrunde. Dann hat er halt hier Stefan halt rausgeschoben, so in der Hinsicht. Und das ist halt Forcinger Car auf Track. Muss man nicht machen. Klar, gehört es zum Rennfahren dazu. Da nimmt man halt mal härtere Bandagen ran. Das ist richtig. Aber es ist halt so, ja. Das Rennunfall. Fertig. Thema beendet. Ja, jetzt gucken wir mal, was da passiert. Wenn die das reporten, sehen wir ja, was rauskommt. Im Endeffekt, du hast jetzt freie Bahn, kämpft dich nach vorne durch. Du hast. Deine Pace ist stark genug, nach vorne zu fahren. Die haben auch Strafen, also weiterfahren. Gas geben. Ich kann übrigens, by the way, ihr habt so viel gesubbt von der Sonne. Ich kann leider nicht mehr bis zum Ende runterscrollen. Und ich glaube, ihr habt das Ding auch kaputt gemacht. Dave, dankeschön für 5 Subs. Askodon, dankeschön für 70 Monate. Costa Doom, dankeschön für 3. Terra, die Soul, dankeschön für deinen Sub an Cyrus. Lemming Ice, dankeschön für dein Prime. Ringo, danke, dass du Steel Weller ein zugesteckt hast. Benzin, danke, dass du Sturzwälder ein zugesteckt hast. Chris, danke für dein Prime. Austri, danke, dass du Dafral ein zugesteckt hast. Silverfox, dankeschön für 5 Subs. Messi, danke für 5 Subs. Boadodo, dankeschön für 400 Biddy-Schmiddys. Nerfender, dankeschön für 100. Scorpionop, dankeschön für 2 Subs. Shamonzi, dankeschön für 5. Dedalius, danke für dein 1 Bit, Baby Girl. Ist schon wieder fast eine Prime-Mitgliedschaft in iRacing. Scorpion, dankeschön für 5 Subs. Und alle anderen, Walle. Wer hat alles noch reingesubbt, Freunde der Sonne? Ich weiß es nicht, weil ich es leider nicht nachvollziehen kann. Das war zu viel. Und ich kann nicht scrollen, weil das an dem Computer da drüben ist. Ich danke euch. Dave nochmal auch, hat noch 10 Hütten reingehauen. Gecko habe ich auch gesehen, hat einen reingehauen. Scorpedilion hat noch einen reingehauen. Philbrin hat auch noch einen reingeknattert. Danke an euch alle, also wirklich jetzt. Sorry, dass ich da jetzt gerade nicht so viel geistige. Stuhls sind auch, dankeschön. Dass da so viel geistige Kapazität reinging, weil ich muss mich auch ein bisschen hier drauf konzentrieren, nebenbei. Vielen Dank, Leute. Ey, Ray, hau rein, Maggi. Maggi, sage ich schon. Maga, bis dann. Maggi. Einmal Maggi ja, was zu denn mitnehmen. Jetzt? Was machen die? Warum seid ihr immer so unentspannt bei sowas? Ich verstehe. Ja gut, weil du also beim Vorbeilassen. Ich höre schon wieder nur ja, weil, wenn und aber. Du bist doch dran vorbei. Was regt ihr euch denn über diese Scheiße immer auf?
Ja, weil es halt unnötiges Risiko ist, denke ich mal. Was denn für ein Risiko? Also, da waren 3 Kilometer Platzbagger. Ja, lass mir es dir erklären. Lass mich es dir erklären, okay. Du verstehst es. Ja. Also, Ding ist, wenn du vor dir ranfährst, so. Das heißt, wenn der Backmarker kann sich's aussuchen, okay, lässt er dich jetzt auf der Innen- oder Außenbahn vorbei, aber dann, der soll auch seine Linie halten. Warum? Weil, wenn wir ja fahren, wir sagen, okay, der fährt links und dann pendeln wir uns darauf ein, dass wir uns entweder reinbremsen, sonstiges machen oder je nachdem halt so vorbereiten. Wenn er jetzt aber einfach rüberzieht und er sich vor die Karre zieht, entweder man passt jetzt einfach mal eine Sekunde nicht auf oder sonst was, da können halt Sachen halt auch passieren. Da sind mir auch schon Manöver passiert mit solchen Geschichten. Es ist halt einfach schlecht, sowas machen. Wenn, dann hältst du einfach auf der Geraden deine eine Linie, gehst runter vom Gas, fertig aus. Ja. So. Das ist einfach so. Ist, da muss man es jetzt nichts passiert. Ja, das ist richtig. Da musst du doch nicht jedes Mal. Mich regt das auf, dass ihr euch da immer drüber aufregt. Das ist halt unnötig. Ja, kann ich verstehen. Bist doch dran vorbei. Also brauchst du doch die Situation nicht immer noch. Ist nur unnötige Unruhe. Hab dich lieb und so. Ja, alles gut. Schrei mich nächstes Mal einfach an. Respekt an die Leute, die mich 12 Stunden ertragen können. Was soll das denn heißen? Null. Ich glaube, ich bin noch der ruhigste von allen hier nach Zentrum. Er holt aber auch konstant nach vorne auf, muss man sagen, also. Aufwegen, das regt mich auf. Da habt ihr recht, ich nehme das jetzt hin. Das stimmt, da habt ihr recht. Das ist nicht gut. Danke an Entschuldigung. Für euren Support nicht und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne ist nichts anderes am Ende. Ist die Aufregung. Thomas Andra giftet A Tier 1 Sub Turatici. They have given 13 Gift Subs in the Channel. Ja, wir sind von 14 gestartet. Nee, 15. 15. Kommen wir auch noch locker ran, glaube ich, also. So, Chat, pass auf. Wenn Elvinko sich aufregt und ich mich danach aufrege, müsst ihr euch darüber aufregen, dass ich mich aufgeregt habe, dass ich mich über Elvinko aufgeregt habe, damit ich mich im Anschluss darüber aufregen kann, dass ihr euch aufgeregt habt, währenddessen ich mich über Elvinko aufgeregt habe. Und Elvinko regt sich dann auch nochmal auf, weil ich mich aufgeregt habe. Nee, weil ihr euch aufgeregt habt über mich. Ihr wisst, was ich meine. Das ist die Aufregenception und da habt ihr. Ich wollte gerade sagen, Alter, das wird mir langsam zu hoch hier. Die Aufregception, ey, holy shit. Ich nehme das zur Kenntnis, Freunde der Sonne. Das ist heute wirklich sehr viel. Das stimmt, da habt ihr recht. Schwestern Auto ist auf 1, ja. Die fahren gerade schön konstante 1,45er Zeiten. Aber, die werden wahrscheinlich bald reinfahren. Also der Bentley holt auch auf ein bisschen. Also der. Ich denke mal, der hat einen Dreher gehabt, ganz irgendwo. Nein. Der ist irgendwo wahrscheinlich. Oh, der Stintplan bei Pitbull ist leer. Sorry. Nein. Oh. Scheiße. Jetzt können wir die Stints nicht aufnehmen. Okay. Der Audi, gut. Tschüss. Ich meine, nett, dass er uns so viel Platz lässt, aber er kann auch auf der Strecke bleiben. Die Kamera bei Elvinko ist weiter weg, weil Elvinko kein Triple Screen fährt. Dadurch, dass ich Triple Screen fahre, zieht sich die Kamera. Bei ihm ist die Kamera aufgebeugt und schiebt seine nach hinten. Bei mir ist es aber sehr nah dran wegen Triple Screen. Es geht nicht anders von der Sonne. Sorry. Geht nicht. Das ist das Weiteste, was geht. Kannst du mit F1 rauszoomen? Geht auch nicht weiter als hier. Habe ich schon probiert, Dave. Also ich saß schon drinne. Warte. Warte mal, wo waren jetzt die Taste, um mich zu bewegen? Sag mal, bin ich jetzt... Was? Ich kann mich gerade nicht bewegen mit meinen.
Mach schon By the way, 38 Sekunden. Also 8 Sekunden Schaden. Ach so. Ja, den nehmen wir halt dann mit. Passt schon. Geht gerade nicht. Ich kann gerade keine Pfeiltasten benutzen. Wahrscheinlich. Warte mal. Aber es geht nicht. Habe ich vorhin schon probiert. Deine Pace ist generell eh sehr stark. Also du holst super nach vorne auf. Also mach dir da keinen Stress. Pfeiltasten geht gerade nicht. Warum auch immer. Ja doch. Du musst ja, also du, die F7 meinst du jetzt? Ja, meine Pfeiltasten gehen gerade nicht. Ich also ich muss sagen, die... Ja? Ja? Okay. Was? Da könnte ich mich schon wieder aufregen, du. Ja, was redest du mir auch ständig rein? Warum regst du dich jetzt schon wieder... Warum regst du dich jetzt schon wieder auf? Was soll denn das? Ja, ist halt... Jetzt sprich du mal. Sprich jetzt los. Ich wollte sagen, die Helicam ist tatsächlich sehr gut, wenn du da einen super Überblick über die Strecke hast. Ich finde die so scheiße, die Helicam. Okay. Also ich finde, die geht gerade eigentlich ganz gut. Also ich mag die gar nicht. Nein, Chat, ihr habt recht. Ich habe mich heute schon zweimal aufgeregt. Das ist nicht richtig. Das ist alles gut. Ihr habt ja recht. Stimmt wirklich. Ich nehme das an. Durek, wie auch immer man diesen Namen ausspricht, SCB, FC Juli oder so. Danke für den Follow. Ja, danke. Scheiße. Was denn? Was denn? Ja, warte. Sorry, Stefan. Alles gut. Ja, das Ding ist, ich habe mir einen Hotkey fürs Muten. Du hast reingelabert bei ihm. Genau, aus Routine. Irgendwie, ja. Kann ich mich schon wieder drüber aufregen, ne? Halt doch den Sub! Halt mal den Sub jetzt hier! So, die letzten 7 Minuten ungefähr, was er noch fahren wird, wahrscheinlich für den Stint. Vielleicht fährt er noch länger. Hä? Haben wir noch 65 Minuten Stintzeit, oder nicht? Ja, aber wenn er jetzt 2 Runden kann er noch fahren, oder? 3, ja, sogar mehr. Also der kann ja bis 10:55 fahren. Also 10:55 muss er in der Box sein, also hat er noch so. Ja, 3 Runden. Ne, ich krieg keinen Stintplan raus, Leute. Bei mir wird das nicht angezeigt heute. No, no. Aber vielleicht, weil wir einfach noch nicht drin waren oder so. Mal sehen. Ist es mal wärmer geworden? Nö. Brian, danke für den Follow. Ich hoffe sehr für euch. Ich hoffe wirklich sehr für euch, Freunde der Sonne, dass das in meinem Sitz, wenn ich fahre. Ja, genau deswegen mache ich die Scheiße nämlich nicht. Jetzt habe ich nämlich meinen eigenen Sitz, habe ich umgestellt. Na klar, meiner. Na klar. So, den Ferrari holt er sich jetzt auch gleich. So, jetzt bleibt alles so. Jetzt seid ihr ein Stückchen bei. Ich habe euch 5 mm gegönnt, Chat. Mehr geht nicht. Soll ich einen Undercut probieren? Nee, wir fahren die Stints komplett aus. Weil?
Weil wir versuchen dadurch dann uns einen Boxenstopp zu sparen. Kannst du doch aber immer noch, wenn wir undercutten. Nein. Doch. Wir brauchen. Also das Ding ist, bei 12 Stunden, wenn wir 65 Minuten Stintzeit haben. Maga, nochmal. Also, ja. Ja. Warte, ja, kurz, also das heißt. Ja, mach du. Warte. Ja. Ja, beeil dich, sonst wenn wir wirklich. 65, also 5 Minuten drüber, A 12 Stints, ergo. Wir kommen auf ungefähr eine Stunde raus, wenn wir die Stints komplett ausfahren, können uns einen kompletten Boxenstopp sparen, wenn wir sauber durchkommen. Vergiss aber nicht, es kann immer noch Regen kommen und es kann sonst irgendwas passieren. Wenn wir jetzt undercutten, kommen wir weiter nach vorne, weil die anderen rein müssen. Du musst im Jetzt denken, nicht nachher. Ja, wir haben jetzt halt noch einen Schaden von 8 Sekunden. Eben, richtig. Gut, wenn wir jetzt reinfahren und undercutten. Also ich finde, seine Pace ist immer noch schneller als alle anderen, also... Richtig, wenn wir jetzt undercutten, sind wir früher drin als die Boys. Jetzt gerade. Ja, so, ich finde... Ich würde ihm sagen, er soll es für sich entscheiden, wie er sich fühlt. Schnick, sagt er mir. Schnick, schnack, schnuck, Brudi. Okay, auf drei. Okay. Stein, Schere, Papier. Stein. Stein, Schere, Papier. Nein! Klappschere. Okay, pass auf, wir müssen da... Warte, wir müssen das anders machen. Wir machen das anders. Ich sag los und dann machen wir unsere Hand auf und sagen, was da drin ist. Muss schnell gehen jetzt. Eins, zwei, okay. Drei. Hast du? Ich hab Papier. Oh, ich hab Schere. Ja, Kinder! Benni, ich hab in der Kamera, ich hab Schere. Kann ich bestätigen. Okay. Undercutte mal bitte nicht, Xentrin. Fahr mal einfach weiter den Stint bis zum Ende durch. Ja, lange hab ich noch mal. 3 Minuten. Das ja, dann fahr jetzt rein. Das ist ja dann auch kein Undercut mehr. Alles gut. Ich hab für dich entschieden. Du hast weise gesprochen, Vincent. Dankeschön. Kein Problem. Aber Schnick, Schnack, Schnuck war trotzdem gut. Das Problem war nur, wir wussten nicht, wie wir es machen sollen am Anfang. Damit haben wir den ganzen Undercut überspielt eigentlich. Fuck my life, ey. Super. Das Gute ist, wir haben jetzt schon mal einige sind mit Zeitstrafen eh unterwegs. Aber gut, das ist jetzt egal, wir kriegen wahrscheinlich eh noch eine, vielleicht. Gibt es in dem Discord irgendwo einen Verlauf, ob Waschstrafen ausgesprochen werden? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kannst du da mal nachschauen, natürlich bitte? Kann ich das machen, danke, Schnucki. Was denn jetzt? Wir müssen uns jetzt aber auch nicht so übertrieben lieb haben, nur weil ich heute schon zweimal gemeckert habe und das ein bisschen zu viel war, okay? Wir können auch einfach noch mal ganz normal miteinander reden, weil lieben tue ich dich jetzt auch noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Okay. Ja, Penalty Reports sind drin, ja. Gab's da für uns schon irgendwie? Nein. Okay. Nix, da ist gar nichts drin. Gar, klar. Gar nichts außer heiße Liebe. Oh, der Lambo? Ah ne, der Lambo ist noch hinter uns, alles klar. Oh, schmeckt der überhaupt nicht gut. Schönes Xentrin, war sehr gut gefahren. Schön gelöst, das Ganze. Danke. Jetzt hast du auf jeden Fall ein bisschen freie Bahn gleich. Ja, sehr auch stark recovered, muss man sagen. Jetzt kannst du ihn komplett treten. Viel Glück. Danke. Moin, Snooze. Ja, guck dir an, hier direkt vor uns, hier, perfekt rausgekommen hier. Maga, siehst du den Porsche vor uns? Den Porsche? Was? Welchen? Die 911, da ist so ein Pappenheimer dabei. Schlechter Witz, tut mir leid. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass ich mein Frühstück kurz mal wegbringe. Freunde der Sonne, ich lasse euch kurz mit El Vinco mal alleine, ne? Hallo. Du Pfeife, Alter. Bin gleich wieder da, Leute. Schavi, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Alter, liegt das jetzt an mir oder sieht der McLaren da vor uns ein bisschen kaputt aus? Huch! Naja. Ja, ein bisschen. Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Alter, wo kommen jetzt hier alle her? Hallo! Oh, mach mal langsam hier mit den Verlust, ich komme gar nicht hinterher. Oh.
Holy, was war das denn? Ja, das wird jetzt ein bisschen eng, aber einfach weiterfahren. Du bist da schnell. Also wir haben wieder Schaden. 4 Sekunden. Oh. Ja, das ist jetzt auch kein Stress. Du hast mit 8 Sekunden eine super Pace gefahren. Also gib einfach Gummi. Das machst du schon. Ja, trotzdem ärgerlich. Aber egal, ja. Weiter geht's. Schau's aber ein flotter Audio. Oh Junge! Oh! Ich kann nicht hinsehen! Ich kann nicht hinsehen! Oh! Oh, da bin ich ja genau richtig wiedergekommen. Es war eng. Sauber, sehr stark gemacht. Oh! Aber anders, du! Haben wir schon wieder Schaden? Ja, 4 Sekunden, aber. Okay. Ja, jetzt ist nicht die Rede wert. Hab ich schon gesagt, wir haben schon 8 Sekunden gehabt, ne? Das ging schon, also. Oh ja. Also, danke für die ganzen Follows, die hier reinkommen. Danke, Leute. Sehr nett von euch. Solange er noch fährt, ist das. So, okay. Mhm. War das schon wieder der grüne Audi? Nee. Achso. Das ist der Walter Bach hinter uns. Also, der sendet, also, der ist. Ah, okay. Der ist heiß, der Boy, anscheinend. Naja. Ein faires Rad an Radduell. Na du, Mietzkatze. Ja, ist ja gut jetzt. Spann dich mal. Ja. Aber wenn ich deine Stimme höre, dann muss. Ich hab noch vor Angst so. Hey, jetzt hör auf. Nein, das ist Spaß. Höre auf, Mano. Ich glaube, wir sind jetzt gleich soweit Pitstop bereinigt. Ja, wir sind gleich wieder P15 da. Ja, die vorne fahren ja. Kannst ja sehen. Ich glaube, der Oppermann hat Reifen gedoppelstindet tatsächlich. Also ich glaube, der fährt nur mit seinem ersten Satz Reifen, weil der ist jetzt vor uns. Ja, ist okay, Leute. Passiert, mein Gott. Ist halt Schaden. 4 Sekunden ist noch okay, solange die Karre nicht komplett weggeschmissen wurde. 4 Sekunden ist noch machbar. Willst du dich noch warm fahren vorher, ja, aber? Du? Vincent? Hm? Willst du dich noch warm fahren vorher? Dass die Drücke rausfährst? Ja, mache ich dann gleich. Was bedeutet 4 Sekunden Schaden? Kann viel bedeuten. Also wenn dir zum Beispiel einer hinten reinfährt, dass du nicht mehr genug Anpressdruck hast auf dem Arsch. Und wenn bei dir vorne irgendwas kaputt geht, dass du da auch nicht genug Aerodynamik hast, also dann ist das Verhalten vom Auto anders. Du kannst später bremsen erst, musst früher bremsen. Weil du nicht mehr genug, also sich das Auto nicht mehr genug anstellt. Genau. Und man sagt halt immer, also man erfragt das beim Fahrer, wie viel Schaden man hat, um abzuschätzen, ob man in einem Endurance-Rennen reinfährt oder draußen bleibt. Also ob sich das auf lange Zeit rentieren würde. Also sagen wir mal, wir fahren jetzt durchschnittlich, fährt Xentrin 1,45er Zeiten oder 1,45 Mitte. Und dann musst du halt überlegen, wenn er jetzt 1,
46,6 fährt oder so beispielsweise, und dann du das auf eine Stunde hochrechnest, ob sich das lohnen würde, in die Box zu fahren, das zu reparieren, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Deswegen spricht man immer so ein bisschen über den Schaden, um zu gucken, ob das halt, vorsichtig, ob das lohnenswert wäre, halt zu reparieren. Gibt zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, 15 Sekunden Frontschaden hast durch eine Kollision, der Topspeed und das beim Einlenken halt, das fehlt zum Beispiel, und man halt merkt, was redet man dann von einer, vielleicht einer halben Sekunde oder mehr Off-Pace bist zum Beispiel, lohnt sich das am Anfang von einem Stint halt nicht, den auszufahren, weil du verlierst halt. Genau. Xetrin ist den Start gefahren, also wir schicken, also zumindest wenn ich fahre im Team, dann schicken wir immer den schnellsten raus. In dem ersten und im letzten auch immer den schnellsten. Heute fährt El Vinco, aber bei El Vinco. Oh, Junge! Das war knapp. Heute. Oh, oh. Hoffentlich sendet der Audi nicht. Doch, der sendet. Der ist halt. Der hat Bock. Also, der ist motiviert. Okay. Heute fährt El Vinco das Ende. Also ich fahre die Mitte und El Vinco dann das Ende. 4 Sekunden pro Runde oder pro Stunde? Na, wenn du 4 Sekunden pro Runde verlierst und das auf eine Stunde hochrechnest, wenn das über einen Boxenstopp kommt, lohnt sich das reinzufahren. Weil du dann zu viel Zeit verlierst. Centrum fährt auf jeden Fall noch im Tempo von den vor uns. Geht. Ich hoffe, Alter, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Zentren sei sehr gut. Nice. Meine Herren, der ist. Ja, ja. Das endet, ja. Das ist okay. Ja, ist auch okay. Und der fährt jetzt auch nicht langsam, muss man auch wirklich sagen. Also der. Der fährt, fast eine halbe Sekunde schneller, also auf die letzte Runde. Ja. Audi ist stark, ja, auf der Strecke, definitiv. Die 1 ist unser Schwesternauto und die haben 7 Sekunden vor Platz 2. Krass, dass also, die so abgehen, krass. Perfekt. Die sind schnell auf. Aber es ist auch C-Händler drin, also C-Händler fährt jetzt Doppelstin. Und ich glaube, der ist am schnellsten von den Boys gerade. Also der fährt jetzt vorne den Dings raus. Ja, es fahren sehr viele. Also ich glaube, die meisten der ganzen Fahrzeuge aktuell fahren alle Doppelstints mit den schnellsten Fahrern. Also macht auch am Start natürlich Sinn, ne? Aber da sitzen 4 Leute drin, glaube ich, ne? Also ja, genau. Einer verzichtet auf jeden Fall bei denen. Die fahren, das sind die meisten, glaube ich, im Porsche sind bei uns aus der Community. Das ist Drifty, C. Händler, Daveson und den vierten weiß ich gerade nicht. Der vierte? Hab ich gerade nicht. Nee, Merten ist Drifty. King James kenne ich nicht. King James, ich glaube King James, also King James sagt mir jetzt gerade nichts, aber hab ich schon mal gelesen. Also das ist, ja? Nach dir. Das Schwesternauto sind ja halt, wie gesagt, hier Leute aus der Community. Genauso wie das Auto von Sascha, das ist ja auch Schwesternauto quasi. Also zu der Frage, ob wir viel auf der Strecke geübt haben, ich würde sagen, ja. Also, ja, schon. Also ich glaube, neben Spaß ist jetzt Barcelona bisher eigentlich auch sehr, sehr, sehr viel Übung gewesen, ja. Ich glaube, wir trainieren dieses Jahr generell sehr viel für die Rennen. Ja. Also mehr als letztes. Ja. Also es ist halt vor allem, weil wir hier halt selber mehr Arbeit auch für das Setup einbringen mussten, ist es halt auch viel mehr Übungsset, was man halt investiert, weil man halt sehr viel rumtüftelt mit was stimmt man an dem Auto jetzt wie ab, wie verhält sich das in den Kurven. Und natürlich dann auch wieder anzupassen an die Fahrer, dass dann auch alle damit klarkommen, ist halt auch extrem wichtig. Und sowas ist halt, braucht auch viel Zeit. Das ist wichtig. Aber was mich ärgert, ist, dass ich die Stintpläne nicht einsehen kann. Warum auch immer. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, danke, Nicola. Was hat er gesagt?
Wer hat gesagt, wir haben uns gut entwickelt zum letzten Jahr? Nee, das meine ich nicht, was Tenzin gesagt hat. Was hat er gesagt? Der hat was gesagt? Ja, irgendwas hat er gemeckert gerade. Also nicht gemeckert, aber irgendwas hat er angemeldet. Meckern, wir streichen das Wort meckern jetzt mal raus hier. Irgendwas, ich hab's nicht gehört. Irgendwas hat er gesagt. Bist du nicht eingeloggt? Ich hab eigentlich keinen Account bei Pitbull. Keine Ahnung. Ich hab mir da nie einen gemacht. Letztes Mal ging's auch ohne. Ja, dann muss ich mir nachher mal einen Account machen, irgendwie bei Pitbull. Oh, was? Dizzy und Team, bitte versprecht vor der Nummer 23 liegend das Rennen zu beenden. Wer ist denn 23? Das ist Lukas Lur. Der fährt hinter uns hier auf P20 aktuell. Ach so. Ja, keine Ahnung. Mal sehen. Top 10 muss drinne sein. Hm? Top 10 muss drinne sein. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Pace vor uns ist. Das muss ich mal gucken, aber... Ja, wir sehen es ja dann, wo wir rauskommen. Also, wir haben jetzt, wir haben erst ein Stint hinter uns, so. Kann noch viel passieren. Abwarten. Und vor allem bei dem Rennen geht es jetzt auch nicht so Großartiges, also was sind denn für ein Spaß? Ja, aber es geht mir ungefähr auch so, ja. Say hello to my little friend. Hey, Lampentoni, danke schön für 5 Subs, Maga. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Der macht schon Pace vorne. Was denn? Ja, ich wollte gerade sagen, also alle hier vorne identisch, so 45 niedrig. Ja, und 1,44 vorne fahren auch noch welche. Na, wir kommen gut nach vorne ran, also wir schließen langsam auf. Ja. Bis wir dann erstmal fahren. Also, bis, na ich, also du fährst ja auch 45. Ja, so langsam bist du jetzt aber auch nicht. Also ja, ganz ehrlich, also, das passt schon. Da fehlt schon noch ein bisschen was. Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt, ist es ja nur, weil wie gesagt, die meisten schnelleren Fahrer halt auch fahren jetzt gerade. Also, das ändert sich jetzt halt auch. Es ist wurscht, ganz ehrlich. Ja, ja. Wie lange ich jetzt schon fahre? Ein Jahr. Ja, so circa ein Jahr fahre ich jetzt zum. Gibt's eine Info zu eurem Report? Nee, gucke ich ehrlich gesagt auch nicht nach. Ich bin mehr so der Good Vibes Fahrer. Ich reporte auch super wenig Dinge, das machen meistens die anderen. Also ich versuche wirklich immer der Ruhepol im Team zu sein und mich mit sowas nicht zu beschäftigen. Das machen die anderen immer. Auch wenn ich vorhin kurz mal sinnlos was angemerkt habe. Die sind gerade beide die identische Rundenzeit gefahren. Geil. Warum fährst du nicht? Ich fahre in 3 Stunden. Ich fahre in 3 Stunden. Also nochmal für die Leute, die eventuell neu sind. Ich bin der Inhaber des Kanals. Hallo, Dizzy. Also ihr guckt mir zu. Wir fahren hier aber in einem Team mit Elvinko, Vince, der noch im Discord ist. Hallo. Und Xentrin, der Fahrer, der gerade jetzt aktuell fährt. Wir fahren ein Duo-Rennen. Das heißt also, dass wir unsere Fahrzeit immer aufteilen. Wir fahren jetzt, wenn ihr gerne dazu Infos braucht, könnt ihr Ausrufezeichen 12H eingeben. Da ist für euch ein Sheet vorbereitet, wo die Basics drin sind, zur Strecke, zu den ganzen Live-Timings und auch zu den Fahrern, wer fährt und wann wir fahren. Meine Fahrzeit beginnt irgendwas bei, ich glaube, 16 oder 18 Uhr, sowas in dem Dreh.
Und jetzt gerade bin ich nur als Zuschauer da. Da ich aber gerne das ganze Rennen immer übertrage, sitze ich auch einfach immer nur hier und bin für die Fahrer da quasi mit da. Ich kann ja wegen Warmfahren oder so jederzeit rauf und runter connecten, oder? Denke ich mal. Ja, das sollte gehen. Gut. Wenn sie drücken, rausfahren, gebe ich die Temperaturen und dann... Jo, ich bin nochmal kurz weg und dann... Machen wir das. Ja, macht das. Wovon macht ihr abhängig, auf welchem Fahrzeug ihr startet? Wir quatschen einfach. Wo wir Bock drauf haben. Also ich fahre mit Vincent und Xentren, also Stefan, zusammen eine 8-Stunden Endurance-Liga dieses Jahr. Und wir fahren in diese Endurance-Liga den Mercedes. Da wir den Fefe nicht fahren wollten, also ich bin Ferrari Main und wir den Fefe nicht fahren wollten, mussten wir uns auf irgendwas einigen. Also den Aston streichen wir grundsätzlich bei uns meistens raus, weil ich den Aston nicht mag. Und da war der AMG so der Pick, den wir dann ja für uns hatten sozusagen. Hat jeder ein Fahrer ein Veto? Also wir sprechen wirklich sehr lange darüber. Also es hört sich oft immer so an, als wenn ich das entscheide. Also ich sag mal so, oftmals versuche ich eine treibende Kraft zu sein, weil es nichts bringt, sich immer hin und her zu jonglieren und dies Auto, das Auto, weil am Ende haben wir so drei Autos, die wir alle oft und viel fahren. Also Mercedes, Fefe und McLaren. Und daraus picken wir meistens irgendeinen, je nachdem, wie wir gerade Lust haben, ob wir das Auto fühlen, vom Setup her und so. Das Ding ist, das werdet ihr später auch feststellen, in einem Team gibt es halt auch immer einen, der halt die Ansage machen muss. Das ist zwar immer ein bisschen doof, wenn es immer derselbe ist, aber sonst kommst du nie zu Potte. Was passiert, wenn der Fahrer ein DC hat? Wir müssen alle vom Server runter und der Erste aus der Entry-List, das wäre, glaube ich, Xentren. Xentren muss dann als Erstes rauf, wir dürfen dann nachconnecten, dann fahren wir aus der Box wieder los. Leo, sind die Abstände bei euch von den Zeiten? Also vor uns fährt 1.45.288 und wir fahren 1.45.192. Die ganzen Autos zwischen Top 1 und Top 17 fahren ungefähr dieselben Zeiten zwischen 1,45 tief bis 1,45 Mitte slash hoch. Wäre so ein Unterschied, ob Stream an oder aus ist von den Zeiten her? Ich trainiere grundsätzlich fast nur noch offline, weil ich so am besten fahren kann. In Endurance-Rennen ist mir das egal, ob Leute zugucken. Weil ich gelernt habe, komplett im Tunnel zu fahren mittlerweile. Also ich fahre wirklich, werdet ihr nachher auch merken, wenn ich fahre, bin ich komplett weg. Also dann bin ich für euch auch nicht mehr ansprechbar. Aber trainieren muss ich alleine. Also ich habe jetzt das letzte halbe Jahr immer alleine trainiert, offline. Und bin, glaube ich, fahrerisch ein sehr starker Fahrer geworden mittlerweile. Also nicht pace-technisch, da fehlt noch ein bisschen was, aber so bin ich schon ein sehr starker Fahrer geworden. Ich finde es cool, wenn man irgendwo die Fahrgeschwindigkeit sehen könnte. Also langsam müsste der mal eine Drive-Thru da vorne bekommen, so oft wie der cuttet hier. Wie sieht ein Training aus? Einfach Runde für Runde fahren? Ja, also ich fahre Runde für Runde und taste mich halt langsam ran an das Setup. Schau, wo ich was verbessern kann. Ich habe zum Beispiel letztens gerade die erste Dreierkombination hier noch verbessert. Und die hier oben. Und so tastet man sich halt immer wieder ran. Also was mir mittlerweile halt sehr viel hilft, ist mit anderen zu trainieren. Also ich habe ja mit Sascha ganz viel trainiert. Und das hat mir persönlich geholfen, noch mal eine Sekunde schneller zu werden. Nakota, ich habe keine Ahnung. Also ob man jetzt nicht disconnecten darf oder keine Ahnung. El Winko hat den Stream noch an. Da könnt ihr auch noch zugucken. Elskar, moin.
Also Maga, es ist safe, dass ich mich warm fahren kann und das egal ist, oder? Ja, mach, geh runter und fahr dich warm. Entry List ist ja da, ist alles heil, also Abfahrt. Harlequin, warte mal, Halenka, wenn du dir, achso, die Kamera, ja, wartet. Halenka, wenn du die Möglichkeit hast, dir mit Aluprofile was zu bauen, würde ich dir eher Aluprofile ans Herz legen, als ein Playseat. Also wenn es geht, du kannst ja Rollen untermachen, dass du den wegschieben kannst, wenn das platztechnisch geht, da wirst du für 280 mit Aluprofile auf jeden Fall was Besseres bauen können. Also was Robusteres. Es geht ja mehr um das Robuste. Der Playseat ist, glaube ich, nicht so robust. Also, was heißt glaube ich, habe ich jetzt von zwei, drei Leuten, die den benutzt, gehört. Da gibt es aber auch andere Dinge. Also ich weiß nicht, ob typisch Barney hier ist. Der hat auch so ein Gestell von einer anderen Marke. Musst du mal fragen, was der davon hält. Ich kenne mich halt nur mit Aluprofile aus. Also ich habe bis dato auch noch keine Playseats oder so in der Hand gehabt. Aber was ich halt aus Erfahrung sagen kann, ist, dass da sehr viel Kraft drauf wirkt. Und das muss ja irgendwo hin. Fährt da kein Lexus mit? Nee. Es waren größtenteils Audis, Bentley und Aston mit. Aber der Großteil fährt Audi. Also Audi und Fefe sind sehr dominierend. Oder ein Porsche. Oh oh. Mhm. Oh oh. Danke für die ganzen Follows. So schlecht? Naja, was heißt so schlecht? Ich sag mal so, wenn du dir, also sagen wir mal so ein Playseat, ich glaube, habe ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der kostet 280 Euro. Ja? Du kannst hier für 280 Euro kannst du dir Aluprofile kaufen, baust hier Rollen drunter, machst mit Schnellspanner das Ding, sodass du den halt wirklich mit zwei Schrauben rausziehen könntest zum Beispiel und dass der klein wird, hast du halt was viel Robusteres, als wenn du dir ein Playseat kaufst. So, und dann ist halt die Frage, willst du dir ein Playseat kaufen oder Aluprofile? Also... Der Audi ist aber wild, ey. Oh, Oppermann lässt uns durch. Nice. Joink. Der Lexus. Ich glaube, also in der Sim-Welt ist es halt so, habe ich das Gefühl, dass immer sehr viel auf Balance of Performance geguckt wird. Also in der GT, in dem, in der GT-Klasse ist ja auch im realen Leben so, dass die Autos versucht werden, dass versucht wird, Autos zu balancen, dass sie ungefähr dieselbe Performance haben. Also wenn ihr zum Beispiel euch mal ein 12-Stunden-Rennen in Bathurst anguckt, im realen Leben, wird durch die Rennleitung versucht, dass die Autos alle ungefähr gleich sind. Ne? So hat jetzt natürlich dann trotzdem aber jeder seine Vorteile, dass seine Bremsen besser sind, dass sie länger draußen bleiben können, weil sie Sprit haben und so weiter. Und bei und wenn wir das jetzt mal auf die Sim-Racing-Welt transportieren, ist es halt immer so, dass du in jedem Rennen dein Auto wechseln kannst. So. Twitch Prime ist... Weil du hast ja kein festes Auto, an das du gebunden bist oder ein festes Team, sondern du kannst dir immer ein Auto auswählen. Und somit ist halt in der Sim-Racing-Welt ist so, dass die meisten oder sehr oft sich die Autos wählen, die am schnellsten auf der Strecke gehen. Also das beste Beispiel ist aktuell Spa. Das beste Beispiel ist aktuell Spa. In Spa ist eigentlich, sitzt fast jeder im Aston drin, weil das einfach das schnellste Auto auf Spa ist. Und das beste Auto. So. Also man ist halt nicht an die Fahrzeuge gebunden. Und dann fallen halt Autos wie der Lexus, Lamborghini, Porsche. Habt ihr nochmal was gehört wegen dem Unfall? Nee, gab noch keine Meldung dazu. Nichts gesehen. Okay. Und so wählen halt die Leute dann ihre Autos aus. Was man ihnen nicht verübeln kann, by the way. Also die Möglichkeit ist da, also kann man die auch nutzen. Finde ich aber manchmal
sehr langweilig, weil zum Beispiel im letzten 24-Stunden-Rennen auf Spa waren von 50 Autos 30 Aston Martins. So. Das ist halt ein relativ, in Anführungsstrichen, langweiliges Fahrerfeld. Aber trotzdem, man kann den Leuten das ja nicht verübeln, weil dafür ist es ja da. Hi. Na du? Der Nissan sieht man gar nicht. Der Nissan hat eigentlich, glaube ich, nur eine richtige Strecke, wo er stark ist, und das ist Mount Panorama. Also ich glaube, was anderes außer Mount Panorama ist für Nissan, da ist ja, glaube ich, fast überall... Misano. Misano? Okay, Misano vielleicht auch. Ja, Audi kommt hier so geil rum in die Kurve. Und jetzt auf der Strecke hier scheint der Audi ziemlich stark zu sein, also es sind viele Audis da. Ja, hier Heckmotoren, glaube ich, tun sich ja ganz gut, weil die halt so leicht aus den Ecken gut rauskommen und mehr Schwung haben, würde ich jetzt behaupten mal. Oh. Hast du die Temperatur eingestellt bei dir? Ja, ja. Und 33 aktuell. Okay. Bei 1 Grad wärmer ist jetzt bei ihm. Naja, also um darauf auch nochmal zu antworten, warum das so ist. Autos haben ja Stärken und Schwächen. So wie Vincent jetzt zum Beispiel sagt, es gibt Heckmotoren, Frontmotoren, und da hast du ja manche Kurvenpassagen auf Strecken, die dem einfach besser liegen. Also wie zum Beispiel in Aston. Ein Aston klebt auf der Straße auf Spa und den kannst du da durchjackeln, der fährt sich wie ein ICE, der fährt einfach auf Schienen. Der ist dazu noch super schnell auf den Geraden, der kommt super durch Radeon und Eau Rouge durch und damit ist das Ding eigentlich schon gebonkt. Und andere Autos haben halt so Schwierigkeiten damit. Also die sind dann nicht so schnell, kommen nicht so schnell aus den Kurven raus. Und demnach ist zwar Balance of Performance so, dass die alle gleich sind, aber so spielen halt die Leute pro Strecke die Stärken jedes Autos aus. Und du kannst mit den anderen Autos auch so schnell fahren. Also du würdest wahrscheinlich auch mit dem Fefe die Geschwindigkeiten schaffen. Dafür musst du aber sehr viel üben. Und das Auto sehr anders fahren. Also zum Beispiel den Fefe auf Spa, den musst du richtig in die Kurven reinschmeißen. Also das ist nicht, den musst du reinwerfen da. Also volle Lotte, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und das möchtest du ja in einem 24-Stunden-Rennen, möchtest du das ja nicht unbedingt, weil du willst ja safe deine Stundendistanz, also safe und schnell runterfahren. Und so picken Menschen halt ihre Autos. Also da geht es nicht darum so, okay, ich habe jetzt Bock da drauf. Also bei vielen wird es wahrscheinlich so sein. Ich habe Bock da drauf, wir machen das. Aber am Ende muss es sich ja für dein Team immer noch safe anfühlen. Also sagen wir mal, mir ging das jetzt zum Beispiel hier so. Ne? Also wir haben den Mercedes gepickt. Und das Setup, was Vincent am Anfang gebaut hat, war für Vincent und Xentren okay. Aber ich konnte damit nicht fahren. Also ich konnte damit fahren, aber nicht so schnell. So, und da musst du dann halt Arbeit reinstecken. Also wir haben letzte Woche Xentrin und Vince nochmal das Setup gebaut, sodass das für uns alle ein guter Mittelwert ist, dass die beiden schnell sind und für mich safe ist. Und so pickst du dann sozusagen dein Auto über längere Zeit. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir immer dasselbe Auto fahren würden, weil das einfach geiler wäre. Aber auf der anderen Seite kriegst du halt das, womit du schnell bist, und alle gehen sozusagen aus dem Team. Es war so ein längerer Prozess, das Autopicken, oft. Ich fand halt das an dem Mercedes jetzt halt attraktiv, einfach weil wir halt dadurch einfach die Übung auch haben für das 8-Stunden-Ding. Haben wir Barcelona? Weißt, nee, aber halt, dass wir halt mit dem Wagen halt so ein bisschen uns noch mehr beschäftigen, weißt du? Ja, ja. Matze, wir fahren ja meistens nur Events, keine Seasons. In den Ligen darfst du deine Autos nicht wechseln, aber wir fahren ja, also es gibt wenig Endurance-Ligen. Und da wir ja an so vielen Events teilnehmen, immer, oder Rennen, da ist ja nicht immer, gehört ja nicht zur Season. Also wir fahren auch eine Endurance-Season,
Da fahren wir nur den Mercedes. Da dürfen wir das Auto nicht wechseln. Auf Imola, das wird richtig Party. Imola ist doch geil mit Mercedes. Ja, ich freue mich richtig drauf, ehrlich gesagt, weil da geht der Benz richtig, ja, richtig geil. Da kannst du ja die Curbs kannst du komplett räubern. Das ist halt wirklich so. Also Sektor 1 macht echt Spaß mit dem tatsächlich. Ja. Da musst du mit dem Fefe-Scheiß hier mal halb in die Hose werden. Oh Gott, nein, Curbs, nein, geh weg! Und mit dem Audi ja, so, also, let's go! Ja, also ich finde halt, du hast halt diese Curbs, wo du halt ziemlich leicht dich aushebeln lässt. Und die gibt's natürlich auch für den Mercedes geltend, dass die dich raushauen. Aber du kannst halt, wie mit dem Aston gefühlt, mit dem Mercedes da immer manche Curbs rüberräubern. Also das geht schon richtig gut. Den Evo. Ja, genau. Ausrufezeichen Rennkalender los. Wie ist das, wenn man irgendwann schnell ist? Wie kann man ein Team finden? Am besten in einem Stream unterwegs sein oder in einem Discord und sich dann mit Leuten anfreunden. Also hier in meinem Stream haben sich viele Leute schon zusammengefunden und fahren gemeinsam. Also das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Das weiß ich nicht, Christian, ob Leute auch mit Controller fahren. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Der Nopec giftet A-Tier 1 Sub to Cryptex 89. This is their first gift Sub in the channel. Dropneck, danke schön, dass du Sub verschenkt hast. Welches Auto fahrt ihr nächste Woche? Ferrari. Wir fahren nächste Woche Ferrari. Fahr Essen. Ja, du fährst Essen, ja. Wir fahren Ferrari. Ich hätte sehr gerne noch was anderes gefahren, aber muss man auch sagen, viele Wagen lassen sich nicht so geil fahren. Ja. Ferrari wäre ich auch gern gefahren, gebe ich ehrlich zu. Also. Naja, am Ende ist ja egal. Hauptsache wir fahren. Oh, wir fahren mit 3 voller Autos. Wir fahren nächste Woche mit 15 Mann. 15. Das wird halt so eine geile Party, ehrlich. Ja. Nee, nächste Woche sind wir 5 um 24 Stunden. Wir haben ja 2 neue Fahrer dabei, mit Jay und seinem Kumpel Max. Und dann Michel, Zentren und ich. Was sind die Schwächen vom Essen? Der Essen hat keine Schwächen. Ich wollte gerade sagen, aktuell keine. Früher war er ein bisschen langsam auf Geraden, aber mittlerweile hat er keine Schwächen mehr. Jay von Pete's Meat, genau. Ihr werdet im Homestream vom Event sehr oft gezeigt. Okay. Ja. Die haben da einen Blick drauf, Leute. Also, es kommen sehr viele Balance of Performance Patches. Also, die gucken schon. Ist auch, glaube ich, sehr nah an der Realität dran. 24-Stunden-Rennen fahren wir Spa. Margas Lieblingsstrecke. Ja. Liebe ich ja. Rummel kriegst ab 9 übrigens. Es gehört dazu, im Verkehr hängen zu bleiben. Das ist, muss man, also das bleibt nicht aus. Wobei Xentren jetzt 1,46 fährt, also eine halbe Sekunde könnte er noch schneller fahren. Ich meine, wie lange ist er jetzt draußen? 40 Minuten Sprit ist auch nicht mehr, also er könnte noch ein bisschen, aber die Reifen sind halt auch schon ziemlich runter, also ist schon okay. Schneller könnte immer sein, aber man kann das halt nicht zu sehr forcieren, weil du sonst das Auto überfährst. Wenn du das Auto überfährst, machst du irgendwann einen großen Fehler. Also dann lieber so und durchbringen und der nächste mit dem frischen Kopf kann dann rein. Weil es sind jetzt noch 20 Minuten, also dem Stint, 25,
schon okay. Ich fahre 1,45 hoch bis 1,46. Ich fahre schnell auf den Kran, holy shit. Wie habt ihr das mit begrenzten Reifensätzen geplant? Oder macht ihr das spontan? Unsere Taktiken sind immer spontan, weil im 12-Stunden-Rennen brauchst du nichts planen. Also in Endurance-Rennen brauchst du überhaupt nichts planen, weil es sowieso anders kommt, als du denkst. Also man kann sich schon eine Grundstrategie, finde ich, überlegen, das geht. Aber halt, wie du sagst, also du hast in 12 Stunden passiert halt so viel, da kann so viel passieren, was du auch nicht kontrollieren kannst. Das ist ein Anzeigefehler, quasi. Sieht doch nicht schlecht aus in der Pace, bitte. Ja, der Bingo ist ja, du kannst halt, viele Dinge kannst du gar nicht planen. Also ob du deinen Reifensatz jetzt planst oder nicht, es kann regnen, du kannst irgendwo einen fetten Dreher drin haben, kannst dich voll in die Wand reinjackeln, dich kann einer rausschieben, kann alles passieren, also großartig planen bringt nichts. Also du kannst... Was sind die Temps? Entschuldige. Wir fahren aktuell 33 und 25. 25 Strecke, 33... Nee, 25 außen, 33 Strecke. Ich bin jetzt 26, 34 gefahren, also einen höher in der Hinsicht. Soll ich so mich anpassen, weil es vielleicht ja noch wärmer werden könnte, weil es ja Nachmittagssonne wird noch, oder? Wie spät ist denn jetzt gerade aktuell, Opel? Ich kann nicht sehen. Er müsste oben stehen. Ja, ach stimmt, ja, 1 Uhr. Also ja, wird vielleicht noch 1 Grad oder 2 vielleicht. Also ich meine, wir sind jetzt bei 33, 34 können werden. Okay. Ich komme nicht ran, ey. So. Also ich komme gut klar, also ich kann meine... Ja, mal gucken. Ich nehme jetzt die Drücke und... Seid ihr lieber sicher? Ja, ja. Okay. Also was? Nicht, dass du halt zu viel hoch bist und schwimmst, weißt du? Also nee, ich habe halt... Ja, genau, also ich habe jetzt so geguckt, so dass ich so bei 27,8 bis 9 pendle, so... Genau, dass ich dann halt natürlich das dann... Irgendwie spinnt mein Pitwall heute, Leute. Ich kann auch dann, je nachdem wie die Temps sind, dann, wenn er über das Auto abgibt, dann auch nochmal ändern. Ja. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, also du, es gibt Track Limits, du hast 3 Verwarnungen. Also es gibt Verwarnungen ohne Strafe und dann gibt es 3-mal Verwarnungen mit, darfst du 3 Punkte sozusagen sammeln und beim 3. kriegst du Durchfahrtsstrafe. Ein Einsteigerauto, wo ich das gerade lese, fahr worauf auch immer du Bock hast. Fahr worauf du Lust hast, was dich antören. Ansonsten landest du halt immer beim Essen. So. Also wirklich, kriegt euch ein Auto, worauf ihr Lust habt. Also Porsche ist ein bisschen schwerer zu fahren am Anfang. Aber alles andere... Vielleicht ein Reiter nicht unbedingt fahren. Aber ansonsten fahrt wirklich einfach. Guckt, worauf ihr Lust habt. Pickt so eure Autos. Pickt sie nicht nach dem, was das Beste ist, sondern pickt, worauf ihr Bock habt. Ihr müsst da ja Lust drauf haben, in der Karre zu sitzen. Der ist ja richtig im Bentley-Sandwich hier. Das sind ja Teammates. Ja, der vorne hat aber, lässt ihn nicht durch. Und der bremst ihn halt schon noch aus gerade. Und der reagiert nicht auf die Photonenleser. Das schreibt er mir auch ganz so. Da wirkte das Bentley Sandwich. Yes, I like. Ich fahre am liebsten Fefe momentan. Also Ferrari. Powermaschine. Der Fefe ist wahrscheinlich aufs Curb gekommen und hat sich rausgedreht gerade. Curbs sind Lava. Ja, die Stelle ist mies.
Das geht weit. Oh, nice. Das Ding ist halt... Ah, geiles Bracing. Oh, ah ja. Da haben wir's ja. Was denn? Wir haben die Penalty fürs Rausdrehen bekommen. Wow. What the fuck? Ja, das war das mit dem Ferrari, weißt du noch? Also... What the fuck? What? Ja, aber hier der andere, der uns draufgefahren hat, hat nichts bekommen, ne? Keine Ahnung, hab ich jetzt auch keine Übersicht drüber. What the fuck? Ja, hab's doch gesagt. Okay, alles klar. Oh, wild. Verdient ist da gar nichts dran. Da ist gar nichts verdient dran. Was verdient? Die Strafe? Ist das jetzt dein Ernst? Da ist nichts verdient dran an der Strafe. What the f- aber ist, ja, egal, ist egal, wir haben die Strafe gekriegt, fertig ist. Ja klar, gut, also... Sehr schön, sind wir vorbei. Okay. Naja, es ist wie es ist. Ah, Stöcki! Mensch! Wer mal vom Teufel spricht, grüß dich, wie geht's dir? Ehrlich gesagt, da braucht man jetzt gar nicht rumdiskutieren. Das ist, also ich sage immer, wenn die Rennleitung das entscheidet, dann entscheidet sie das und gut ist. Fertig ist, 15 Sekunden und Schluss. Sonst nimmst du das ganze Rennen mit und... Alles gut, Stücke. Ich weiß, ich habe schon vorhin gesagt, also ich weiß, dass es keine Absicht ist oder sowas. Solche Sachen passieren mal, solche Auffahrfehler und alles gut, passt schon, kein Stress. Also er hat sich nochmal entschuldigt, der Fahrer mit der Audi. Ja, alles gut. Ah, guck mal da. Vorne ist ja Schwesternauto. Hä? Ja, vor uns. Überrundung. Ach so, ja, stimmt. Ja, schwierige Situation. Also... Warte. Ja. Zentren, vorne ist Igai im Auto, also vielleicht ein bisschen zärtlicher versuchen. Jo. Schwesternauto. Danke. Also, ich sag mal so, Turn 1, wenn halt vor einem schon, ich meine, ich verstehe, dass man da rein möchte und weil da auch schon die Möglichkeit ist, dass da, dass man halt da auch die Lücke nutzen möchte, das kann ich verstehen. Keine Ahnung, hätte ich vielleicht auch gemacht, aber was man wiederum sagen muss, ist halt Stöcki, dass halt, ja, da reindiven, du bist komplett auf dem Körper im Auto, ja, schwierig. Weil, du sagst es ja, schwierige Situation. Ja, ja. Da muss man halt aufpassen, das ist halt Barcelona. Barcelona ist halt so schon eine enge Strecke. Aber wie gesagt, passiert. Gehört dazu zum Rennen. Ist auch wie gesagt kein Stress, alles gut. Da musst du dich jetzt auch nicht rechtfertigen oder so. Mach dir da keinen Kopf drum. Matrix, danke für den Follow.
Weil wir den Audi hier unten in der Schikane rausgeschubst haben. Wann Ferrari? Audi, nee. Ferrari? Achso, weil wir den Ferrari hier unten rausgeschubst haben. Hier an der Stelle, dafür haben wir 15 Sekunden gekriegt. Der übrigens vorher reingedeift ist. Ist egal. Ja. Spielt keine Rolle. Passiert, ist Rennunfall und fertig ist. Ist nicht wild. Wiebusch ist jetzt wer? Volker. Ah! Das sitzt doch nicht, Sascha. Die Strafe, wann wir die absitzen? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Die Strafen, Zeitstrafen werden während des Boxenstopps abgesessen. Also wir kriegen dann plus 15 Sekunden Standzeit. Ja. Also die werden sofort gemacht. Also nur Strafen, was jetzt an einem Rennende passieren, also Abstartziel dann noch vergeben werden, wie wenn man eine Stintzeit überschreitet oder eine Drive-Thru nicht absitzen kann, dann die werden halt dann nach dem Rennen draufgerechnet. Nein, Riders, wir haben euch gar nicht gerammt. Wir haben Produl von der Strecke geschoben. Die Frage war halt vorhin, dass es uns verwundert hat, dass halt tatsächlich, dass du uns gedreht hast, irgendwie keine Strafe gegeben hat. Das war halt komisch, aber naja. Das entscheidet halt die Reko und die werden das schon machen. Du musst bald rein, ne? Ihr habt eine Strafe bekommen? Echt jetzt? Was habt ihr bekommen, wenn ich frage? Entschuldige, was? Du musst bald rein. Ja, ich bin schon da. Okay. Also, bin auf dem Server, bin auf dem Auto. Achso, also zur Korrektur, das Fahrzeug, was uns gedreht hat, hat 15 Sekunden bekommen. Die haben sie schon abgesessen im Boxenstopp. Also, okay. Ah, danke für die Info, Riders. Also, haben wir jetzt gar nicht mitbekommen in der Hinsicht. Wo seid ihr aktuell eigentlich? Sehr nett, danke. Ah, da hinten, okay. Nee, warte mal, stopp. Scheiße, ich kann die Dings nicht sehen. Ich kann die Sinnpläne nicht sehen. Fuck. Das nur just for fun. Ja, Scheiße. Ah, okay. Weil das vorhin jemand gefragt hat, die neu sind, das ist Endurance-Rennen. Ich fahre gerade nicht. Ich, der hier vor der Kamera turnt, bin Eigentümer dieses Kanals. Ich fahre aber nicht. Ich fahre in 2 Stunden. Also wir teilen das ein in Fahrzeit. Also wir fahren reelle 12 Stunden von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr abends. Wir fahren auch in die Nacht rein nachher. Jetzt gerade fährt Xentrin, Teammate von mir, fährt jetzt 2 Stunden. Und danach fährt Elvinko, der hier im Hintergrund zu hören ist. Hallo! Also wir gucken jetzt quasi hier in der Position oder in dem Stream nur zu aktuell. Bis 16 Uhr ungefähr. So gesehen, bis nach meinem Doppelstint dann. Genau. Wenn ich fertig bin, gehst du ja rein. Ich übergebe dir alles auch. Ziegenbock, danke für den Follow. Das ist manche interessante Nicknamen gibt es auf Twitch, das muss man sagen. Kann man im Game das Rennen verfolgen, mit Teams switchen? Ja klar, natürlich. Also man hat hier in der Kameraposition, kann man halt mit Shift- und Pfeiltaste zwischen den Teams hin und her gucken und je nach Auto halt das hin und her wechseln. Das geht natürlich, klar. Genau. Also ich könnte jetzt theoretisch mit dem HUD-Übersicht auch nach vorne gehen und gucken, okay, der P12 vor uns, mit was für Einstellungen fährt er gerade seinen Wagen und so. Dann kann man schon gucken. Jetzt sieht man alles. Man kann auch hier so so Zeitfenster ansehen, okay, wie weit sind welche Autos, wie weit hintereinander. Das heißt, man sieht jetzt hier zum Beispiel P9, 10, 11 und 12 sind relativ nah beieinander zum Beispiel. Das ist ein richtiges Big Pack. Und dann kann man auch genau das normale hat, welche Wagen vor einem sind. Genau, das sieht man alles. Wir hatten einen Drehregular im ersten Stint. Wir wurden gedreht, sind auf P25 zurückgefallen und ja, mit dem Oha!
mit vollem Tank die Pace, Kankzentrat. Jungs, das nächste Mal Bescheid geben oder sowas bei so Situationen. Kann gefährlich sein. Ja, sorry, wir haben es selber gerade nicht gesehen. Xandran, du gibst mir bitte Bescheid, wann ich dir Drücke durchgeben darf. Na, kannst du machen, dann auf den Graden. Alles klar. Hast du was rausgefahren oder was? Ja. Okay. Also, wir haben vorne links 25-0. 25-0? Ja. Das sind 0,5 weniger als ich hatte. Ich bin bei 27,5. Ja, aber ich fahre halt anders. Ja, gut, okay, ja. Also so haben es gepasst. Also. Dann habe ich... Genau, weiter auf der Raben. Von rechts dann? Von der rechts sind wir bei 26,5. Ja? Hinten links 25,3. Hinten links. Und hinten rechts 26,3. Also 25, 26,5, 25,3, 26,3. Genau. Okay, habe ich. Da gibt er dann noch Bescheid, ob wir das eventuell sogar nochmal rund eins runterregeln, aber gebe ich dann später Bescheid. Einmal zu. Nee, das ist kein Tetra 100, das ist ein G29 und da habe ich nur so einen Custom-Aufsatz drauf. Kann man sich separat im Internet bestellen. Tatsächlich, ich muss mir einen Account machen, um die Stintpläne zu sehen. Danke, Chat. Habe ich jetzt mal gemacht, schnell. Pedale, CSL Elite mit Loadcell Kit. Ja, ich weiß, das sieht ähnlich aus, aber ja. Das ist so ein Bait, weißt du? So ein Bait. Ey, mir läuft die Suppe, ey. Also ich fahr 16 Uhr, ja. Mit wie viel Tank müssen wir denn dann eigentlich jetzt fahren? Hast du da schon was? Ich würde sagen 115. Okay. 112, ja, geht auch, aber eine Runde plus minus, soll ich 115 nehmen. Ja, passt. Dann stellst du es so ein. Wird der Wagen repariert, Freddy? Bei jedem Boxenstopp kannst du auswählen, ob das Auto repariert wird oder nicht. Wann ich fahre, Leute, könnt ihr ersehen, wenn ihr Ausrufezeichen 12H eingebt und dann dort auf die Internetseite. Also da kommt ihr dann in den Google Doc, da ist für euch alles vorbereitet. Also zentral wird alles abgegriffen. Nee, zentral habt ihr dort alles, was ihr wissen müsst, wer wann fährt, wer mitfährt, wie gefahren wird. Die Seite für die Seite vom Veranstalter Pitwall, da ist alles drin für euch. Ich bin überrascht, dass Zentran sogar mit TC3 fährt. Ich fahre mit TC3.
Echt jetzt? Ja. Okay, krass. Ich bin mit 4 gefahren. Ja, wenn du damit besser klarkommst. Ich hab's jetzt. Ja. Es sei denn, ich hab doch das ganze Zeit das falsche Setup gehabt. Kappa. Müsste irgendwo in der Mitte unten keilen, müsste so ein Menü sein, da kannst du das öffnen. Du musst das Auto markieren, was du haben willst. Das Auto markieren und dann müsste unten irgendwo eine Auswahlmöglichkeit sein, in der Mitte. Die Farbe, Scott Linion, kannst du mir das bitte als Feedback im Discord schreiben? Also wenn ihr da auch Verbesserungsvorschläge haben solltet, könnt ihr uns das mal gerne mitteilen. Ich kann das nur gerade nicht ändern, Scott Linion, weil ich darauf keinen Zugriff habe. Da kümmert sich jemand anderes drum. Aber damit ich das nicht vergesse, weil ich möchte jetzt nicht immer unbedingt nebenbei mit 10 Leuten noch sprechen, weil ich das Rennen gerne mitkriegen möchte. Das wäre lieb. Danke, Scott Linion. Das ist Zentren, aber der Fahrer hat gerade keine Sicht. Also es gibt keine Möglichkeit, ihm zuzugucken. Ich sag schade, dass ich gleich rein muss. Ich sag schon bei mir danke für die Follows und alles. Ich werde so vielleicht, wenn ich dann ins Auto sitze, nicht, also im Stream auch klein machen bei mir, dass ich halt mich aufs Fahren konzentrieren kann. Also daher bitte sei es mir verziehen, dass ich nichts lese, was im Chat geschrieben wird. Das ist natürlich schade, ne? Jetzt ist er 2 Sekunden da dran und wir werden hinter 15 rauskatapultiert wahrscheinlich, denke ich mal. Lass dich aus, du. Also in 15 Sekunden fahren wir schon wieder raus. Das machen wir schon. Ja, Ziel wäre Top 10. Ich glaube, es fährt jetzt noch 2 Runden. Nee. Ich glaube, nächste jetzt kommt er rein. Ansonsten, also bevor du jetzt komplett stuck bist in dem ganzen Traffic, dann machst du einen Cut. Ja, jetzt würde ich reinfahren. Ja, weil jetzt ist halt, blockiert ihn halt der ganze Traffic. Ich komme hier rein, ja. Mach dich ready. Dann müde ich mich schon mal hier. Tschüssi. Jo, viel Spaß. Stellst du mir bitte TC4 Bremsbalance 59, wenn es geht? Kann ich jetzt nicht mehr. Okay. TC geht noch, aber Bremsbalance musst du machen. Ja, passt mal danach. Requested bin ich ja. Auf dem Auto bin ich drauf. Haben wir gefahren, Stefan. Super Pace.
Geiler danke Job. Dir. Denk geil. Dran, falls irgendwas ausgeht, Pitlimit, achte drauf. Nicht, dass du den wie letztes Mal ne, überfährst. Ja. Und wir haben 15 Sekunden oben drauf bekommen wegen dem. Ne? Ja, ich weiß. Alles gut. Wichtig einfach, dass jetzt dass wir die Übergabe vom Auto passt und dann. Genau. Das sehen wir ja dann schon, was passiert. Noch 30. Zehn. Fünf, vier, drei, zwei, eins und go. Denk an BB. Ja. Und have fun. Sehr gut. Hola. Hola. Gut gefahren. Ja, danke. Sorry wegen der 15 Sekunden dann, ne? Ja, kannst du ja nichts. Naja, also ist egal. Ja, ich hätte rein theoretisch nachgeben können, aber da er mir halt zweimal an die Seite gefahren ist, wollte ich da jetzt auch nicht nachgeben. Ja? Ist egal, ich sag dir, alles gut. Nichts Schlimmes passiert. Alles gut, war super Sinn. Oh, ich schwitze. Das glaube ich dir. Ist nichts passiert. Ist ja vorgefahren auf 13 jetzt. Also, ja gut, es waren natürlich wieder welche Pitten ne, und so. Ja, aber ist trotzdem schnell. Du bist halt Pace von 1 und 2 gefahren. Also. Echt? Ja, ja. Okay. Schon sehr, sehr gute Pace gefahren. Das hat mich gewundert, dass es eigentlich nicht mehr ging jetzt im Rennen. Also 1,45,0. Naja, Zentren, Rennen ist Rennen. Ja, ja, klar, klar, klar. Ja, im Rennen bist du eh noch ein bisschen vorsichtiger und anders. Genau. Trotzdem super Zeiten, gut abgeliefert. Also gerade die ersten 20 Minuten im Stress super gut durchgehalten. Was war spitze. Ja. Der eine Schnitzer da, naja, was willst du machen? Kannst nicht ändern. Ist halt wie es ist. War halt alles ein bisschen eng. Frust war auch ein bisschen da. Ja, ich habe halt dreimal nachgegeben, weißt du, und dann beim vierten Mal wollte ich es halt nicht, und dann. Ja, ist alles gut, das muss passieren. Aber das passiert halt meistens, weißt du, die fahren aggressiv und alles, und wenn du dann nicht acht gibst oder sowas, dann fährst du den halt drauf. Nächstes Mal bleibe ich einfach hinten dann. Nee, warum? Ja, nee, aber 15 Sekunden ist halt wieder auf dem Holz. Ja. Ne? Anstatt, dass man irgendwie 2-3 Sekunden verloren hätte oder so. Ja, egal, das ist dieser Funktion. Ja, egal, genau. Das wollte ich halt sagen. Das ist halt die Entscheidung vom Rennen, von der Rennleitung. Ich hätte da zum Beispiel Rennunfall gesagt, aber. Ja, vielleicht 5 Sekunden oder so habe ich halt gerechnet mit, aber 15 dann, naja, gut, okay, egal. Mach einen Haken dran. Eben, doch, genau. Das sind noch 10 Stunden. Wir sind alle zügig unterwegs in dem Auto. Wir können noch schön nach vorne drücken. Genau. Hier vorhin der eine Lambo hier, ne? Da habe ich auch gedacht, oh je. Wo er quer gestanden hat. Ja, da waren so einige Sachen, die waren so ein bisschen oh je. Moinsen Xeo. Genau, schau mal bei Dave Gaming vorbei, bei YouTube und bei Marbix. Die machen sehr viele gute Anfänger-Guides bei YouTube. Da wird dir bestimmt sehr gut geholfen. Ansonsten kommst du hierher, im Discord bei uns, kannst du alle Fragen stellen. Da werden dir bestimmt auch ein, zwei Leute helfen, du. Schredder, moin. Und danke für 8 Monate. Ultra Vieh, dankeschön auch an dich für dein Prime. Und Nobeck, danke, dass du Cryptic Science gesteckt hast. Kann man deine Grafik-Settings irgendwo sehen? Nö. Er fährt 3. Doch schnell. Bitte? Ich sag, er fährt doch schnell. So gut.
Ja, und auch genug trainieren. Ich meine, 1,45,4 ist schon sportlich. Wieso stehen oben links zwei verschiedene Platzierungen? Weil das einmal die untere Platzierung GT3 ist und unten mit GT4. Weil wir gerade einen Boxen, also ein Safety Car haben. Und das Safety Car ist GT4. Warum will man die Grafik-Settings sehen? Damit Leute ungefähr wissen, was auf sie zukommt, wenn sie Triple Screen fahren. Bist du Prophet, mach deine Screenshot-Taste fertig. Sag mir, wenn du deine Screenshot-Taste hast. Das gilt für alle übrigens. Bist du ready? Oh, Bagger, der ist eine 1,44 gefahren? Mann, ist der schnell heute. Ey, das Gespräch hat was gebracht gestern. Nice, ey, geil. Ich sag's euch so, wie es ist, Leute. Mark my words. Vincent wird ein sehr, sehr starker Fahrer. Mark my words, John. Ist er ja jetzt schon. Der ist jetzt schon schnell. Aber mark my words, der wird Danke richtig schnell. Alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Moinsen, Maga. Nee, ich habe ihn nicht gefordert. Ich forme seinen Charakter. Ich musste gestern etwas mit ihm backen. Und nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen, ja. Not bad. Rudi! Hat halt freie Fahrt jetzt halt am Anfang direkt gehabt, ne? Kein Schaden am Auto, dann gib ihm mehr. Sehr gut. Mach 3, weiterfliegen. Sehr gut. Das ist egal. Also Leute, jetzt mal wirklich, die seid gefühlt mit Schaden gefahren oder das oder dies oder das. Das ist Motivation. Wisst ihr? Also ja, Zentren hat Schaden gehabt und ja, Zentren hat immer Verkehr gehabt. Nichtsdestotrotz positives Mindset. Er fährt schnell, pushen, sodass er weiter... Das ist die Hauptsache, genau. Das formen wir ein Rundending oder... Zweikampf. Zweikampf für Platz. Okay, willst du antworten oder soll ich antworten? Wenn du möchtest, mach du. Okay, dann mach ich. Weil sonst quatschen wir beide voll. Genau, ja. Aber macht ihr das mal heute. Ich quatsch heute nicht mit dem Fahrer. Der Winko hat das vorhin auch mit dir. Okay. Dann sehe ich heute einfach nur unglaublich gut aus im Stream. Maga, der fährt gerade schneller als die Spitze. Jetzt nicht mehr, aber. Das ist Ansichtssache. Wo, Cerebrumi? Was ist denn da los, ey? Hallo? Samba! Was soll denn das jetzt? Ist halt sehr gut, dass er freie Fahrt hat, da macht er sich die Reifen mit kaputt. Naja. Vor allem die schnellen Kurven, da schabst du so über den Boden, weißt du, weil du keinen Angriffsdruck mehr hast vorne und so, das ist dann. Ja.
nicht so optimal für die Reifen. Ich geh mal was trinken, ne? Ja, machen wir. Bis gleich. Hast du gerade gesagt, dass Mozart fett ist? Boah, du sammelst hier keine Pluspunkte, mein Freund. Ich bin heute noch nicht gefahren. Ich fahre in 2 Stunden. Nee, der ist. Also, Mozart ist wirklich ganz schmal momentan. Mozart ist sehr schmal momentan. Sommerfell, ja. Der sieht super dünn aus gerade. Sehr sportlich. Hinter dir kommt P1, also der ist schön, wenn du den vorbeilässt. Hinter mir sehe ich noch gar nichts gerade. Sind nur 9 Sekunden. Ja. Aber er kommt. Wer fährt denn den? Ist es Porsche oder Bentley? Bentley? Okay, alles klar. Danke fürs schöne Vorbeilassen, Herr Karen. Nee, die Reifen quietschen nicht, das ist die Bremse. Die Bremsen quietschen. Oben links in der Ecke sieht man wie viel. Deine Pace ist aber wirklich gut. Also ich meine, das ist nicht mehr die Pace von P1, weil da ist jetzt, glaube ich, in P1 ist gerade eine Rakete eingestiegen. Also ich glaube, beim letzten Stintwechsel, wartet mal, ich gucke mal schnell nach, muss bei P1 eine Rakete eingestiegen sein. Ja, die haben Fahrerwechsel gemacht und da sitzt jetzt, glaube ich, der schnellste Fahrer drin, würde ich jetzt mal schätzen. Also so aus dem Stegreif, weil alter Vater, der ist richtig schnell. Der ist eine Sekunde schneller als sein Teamkollege. Der fährt 1,44 mit im Schnitt. Das ist eine Ansage, Alter. Das ist eine richtige Ansage. Das ist der einzige 1,44er aktuell. Bei 50 Fahrern rund. Ja, alles gut, Sandrin, kein Stress. Alles gut.
Ich müsste nur langsam mal mein Frühstück wegbringen. Das habe ich vorhin noch nicht gemacht. Also jetzt mal für alle Menschen da draußen, die vielleicht neu sind bei... für alle Leute, die eventuell neu sind und vorher vielleicht Formel 1 geguckt haben oder andere Rennsportserien, das ist hier Endurance. Endurance geht über sehr, sehr lange Zeit. Also wir fahren heute 12 Stunden, reale 12 Stunden. Und bei 9 Stunden 30, die wir jetzt haben, ist noch nichts in Stein gemeißelt. Also gar nichts, nichts. Wir werden weder am Ende 16. sein, also kann sein, muss aber nicht. Hier kann noch alles passieren. Also, wir können einen dicken Crash haben, vor uns kann ein dicker Crash sein. Vielleicht ist Fahrerwechsel Probleme, es kann Full Course Yellow kann kommen. Also hier ist nichts entschieden. Wir fahren jetzt gerade und orientieren uns so ein bisschen an Vordermann, also dass wir nach vorne arbeiten, sozusagen. Aber alles andere ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das ist das Schöne an Endurance-Rennen. Wir sind auch gerade so in dieser ruhigen Phase angekommen. Also Endurance-Rennen haben wir mal so... Okay. Endurance-Rennen haben wir mal so wichtige Phasen mittendrin. Am Anfang meine ich, die super aufregend sind, super stressig. Alle müssen gucken, hin und her, pipapo. Dann hast du die Phasen wie jetzt, wo 2, 3, 4 Stunden wird einfach nur an der Pace gearbeitet. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und dann taktierst du halt langsam rum, guckst, ob du früher reinfährst als der Nächste, später als der Nächste. Was machen die Reifen? Willst du nochmal einen anderen Fahrer fahren lassen? Und so weiter und so fort. Oh. 1,44,7 ist der gefahren. Vincent fährt 1,45,4 aktuell. Das ist ein Anzeigebug von ACC, Cravallo. Ja, das geht 12 Stunden, das Rennen. Ja. Das steht oben in der Mitte. Also, dass der Hintermann uns jetzt der Platz 1 überrundet, ist normal. Die fahren so viel schneller, die Boys, und konstanter. Die haben halt keinen großartigen Verkehr gehabt. Kannst du jetzt Pitwall sehen? Ich habe Pitwall auf, ja. Ich kann auch die Stints einsehen jetzt. Ich kann auch gerade mal gucken, wer aktuell in den Schwesternautos fährt. Gerade fährt Funke. Also heißt das, ich glaube, eine Stunde fährt jetzt Funke. Das heißt, Sascha kommt in einer Stunde. Und vorne fährt, ich weiß gar nicht, wer das gerade ist. Kingsman fährt, nee, King James fährt jetzt gerade. Schwesternauto. Aber King James scheint auch schnell zu sein, fährt auch 44 hoch. Bin schon schnell. Habe ich nur das Gefühl, oder fährt El Vinco aggressiver als Xentrin? Ich denke schon, dass El Vinco... What the fuck? Geh runter, Vincent, geh runter, geh runter, Vincent, geh runter, 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 geh runter. Sehr gut, danke. Rudi. Ja, Vincent fährt aggressiver, aber Vincent ist auch nicht im Verkehr gewesen wie Xentrin vorhin, weil ihr müsst halt verstehen, Rennsport ist auch eine Kopfsache. Vincent hat überhaupt keinen Verkehr, musste noch mit niemand wirklich fighten, hat keine Crashes gehabt, keinen Schaden am Auto. Xentrin ist halt vorhin, denke ich, nach dem Anfang sofort in Autopilot safe zu fahren und ist dementsprechend weniger aggressiv gefahren, als er fahren könnte, damit er das Auto auf die Länge durchkriegt und seine zwei Stints safe runterfährt. Also wissen wir nicht, ist nur Mutmaßung, aber ich denke mal, dass das so ein Prozess ist in seinem Kopf. Und Vincent ist jetzt natürlich frisch rausgekommen, hat keinen, nicht groß Verkehr, und kann gleich aggressiv rausfahren und dementsprechend sieht das auch ein bisschen anders aus. Wobei die Zeiten sich nicht viel und großartig unterscheiden zwischen den beiden. Es ist halt, Vincent behandelt das Auto ein bisschen anders. Das Auto ist wieder heil, ja.
Oben in der Mitte Nilo steht's beschrieben. Warte mal. Kann es sein, dass es der Ferrari ist, den wir rausgeschoben haben? Irgendwas hatten wir mit dem schon mal, ja. Mhm. Wir hatten mit beiden was. Nee, dry ist ja trocken, Onkel.exe. Also wir fahren Trockenreifen. Also wet wäre ja nass. Da würde wet einstehen. Das Gute ist, das Wetter sich nicht ändert. Reifen. Oh, scheiße. Die Reifen werden ein bisschen langsamer. Du hast genau andersrum gedacht gerade, Onkel. Und erkennst du, dass die Reifen langsamer werden? Ich sehe, wie die Leute fahren. Das ist halt Erfahrung, die man sammelt. Also wenn du merkst, dass das Auto sehr oft... Ihr müsst mal darauf achten und mal ein bisschen hören. Also viel hörst du auch, wenn die Autos so über die einfach schieben. Also das klingt ein bisschen, als wenn sie rutschen. Und dann merkst du, dass die Reifen langsam, dass sie nachgeben. Und das wird das Ding ist halt, ich kann leider nicht genug Schwung auf die Gerade mitnehmen. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt, aber ist okay. Schaffen wir schon. Ja, wollte ich halt sagen. Fahr hinterher, fahr ihn klein, mach ihn mürbe und dann fährst du vorbei. Wir haben eine gute Posi, du hast einen super Pace. Ja, P1 kommt gleich, alles gut. Alles safe. Spielt man Windschatten auch in-game? Extrem. Also ich erkläre das immer an dem Beispiel, wenn man eine Kurve anfährt, zum Beispiel. Oh. Ja, willst du runter? Oh, dann geht. Wenn du zum Beispiel eine Kurve anfährst, ist dein Bremspunkt ein ganz anderer, als wenn du in einem Windschatten bist. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn dir die ganze Zeit vorne ein Auto... Wartet. Tendet! Wartet. Eier nicht so viel rum jetzt und mach Platz hinten raus. War sehr, sehr gut, schön gemacht. Super viel Platz gelassen, war eine super Leistung. Aber im Kopf wieder auf die Strecke jetzt. Wegen der Kurve. Also nehmen wir jetzt einfach mal die hier vorne, an der wir gerade waren. Da ist ein 100-Meter-Schild und da bremst man normalerweise. Wenn jetzt einer vor dir ist, dann hat dein Auto von vorne keine Luft, die auf das Auto wirkt und das runterschiebt. Also so, dass du quasi mehr Angriffsfläche für Aerodynamik hast, dass dein Auto mehr gebremst wird. Wenn jetzt einer vor dir ist, hast du diesen Druck gar nicht. Das heißt, dein Auto kommt nicht so weit runter, um dieselbe Bremsleistung zu haben. Also der Anpressdruck verringert sich halt. Und dementsprechend macht das einen sehr großen Unterschied, ob jemand vor dir fährt oder nicht. Wieder da. Sorry, Maga. Ja, ist gut. Jetzt habe ich die Frage vergessen, weil zwischendurch das Überholmanöver war. Ach so, wegen dem Windschatten. Also ja, du hast ja weniger Luftwiderstand auf dein Auto
Und dementsprechend kannst du dich ranziehen und dann sozusagen rauskatapultieren. Also der Windschatten macht einen sehr großen Unterschied, sowohl beim Bremsen als auch beim Rausfahren. Deswegen vorhin zum Beispiel, als wir die ganze Zeit im Pack gefahren sind, am Anfang, war der Aston Martin nicht zu überholen, weil der so viel Windschatten hatte, dass er immer auf das Tempo gekommen ist vom Mercedes. Wenn ihr jetzt mal auf den Mercedes achtet, wir haben auf der Geraden, also auf dieser Geraden, haben wir sehr viel Tempo, um auch immer oft an Menschen vorbeizuziehen oder da ranzukommen, weil die keinen Windschatten haben. Der Mercedes ist halt an der Stelle sehr, sehr stark hier auf der Geraden. Und da merkt man dann auch, wenn man das mit vergleicht mit dem Aston vorhin, dass der einen extrem großen Vorteil hatte, auch durch den Windschatten, weil wir dann nicht vorbeigezogen sind oder nicht vorbeiziehen konnten. Meins funktioniert einwandfrei, BKSM. Spielt das eine Rolle für Temperaturen, wenn man lange nah hintereinander fährt? Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ja, ja. Okay. Also bei den Reifen merkst du es auf jeden Fall, weil die halt weniger Grip haben. Du rutschst mehr über die Vorderachse oder Hinterachse und demnach baust du halt mehr Temperatur auf den Reifen auf. Also ja. Ich glaube, hier wird alles simuliert. In dem Spiel wird wirklich alles simuliert. Ich glaube, mir würde nichts einfallen, was nicht simuliert wird. Aber das könnte ich dir jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht beantworten können. Können Bremsen auch überhitzen? Ja. Können auch überhitzen. Und die können auch kaputt gehen. Haben wir im letzten 24-Stunden-Rennen haben wir die überfahren. Das ist ein Wegmarker. Ja. Platz 1 ist sehr schnell. Ich glaube, da sitzt gerade... Also wenn da noch ein schnellerer Fahrer in den Bock reingeht, dann Prost Mahlzeit. Also 1 ist schon sehr, sehr schnell gerade. Hügel war, glaube ich, der schnellste auch im Quali mit einer 42, was war's? 6 oder 7? Keine Ahnung. War sehr fix unterwegs mit dem Bentley. Dirty Air wird auch simuliert, ja. Wird das Gewicht des Fahrers simuliert? Nee. Weil sonst könnte ich ja gar nicht schnell fahren. bei Worms, das hat damit gar nichts zu tun, Elliot, das liegt an was anderem. Ich bin sehr zufrieden mit meinen 6800 XTs. Ich habe ja 2 davon. Sehr. Die machen gute Leistung. Warum ACC und nicht Gran Turismo? Ja, was soll ich auf der Konsole fahren? Das ist, also was soll ich auf der Konsole fahren? Der Support für Sim Racing ist auf dem PC viel größer als in Gran Turismo auf der Konsole. Liegt das nur an den Skills der Fahrer oder an den Unterschieden der Autos? Das hatte ich vorhin schon mal erklärt. Also Balance of Performance ist eigentlich so, dass alle Autos relativ even sind. Also so Autos haben ihre Stärken und Schwächen. Und danach, also ich sag mal, wenn wir uns auf einem Top-Niveau unterhalten, macht das einen Unterschied. Hier würde ich sagen, spielt eine größere Rolle der Skill der Fahrer. Also wir sind hier halt noch nicht, also hier fahren schon Leute mit, die sehr, sehr gut fahren, aber da kommt auch noch eine Stufe oben drüber. Und bei denen macht das einen Unterschied. Für uns nicht. Und Endurance ist halt auch immer, es kann viel passieren. Also du kannst der Godfather himself sein. Wenn dich einer abschießt und deine Karre voll in die Wand reinnagelt, wirst du auch nicht mehr ganz vorne fahren. Vince, für dich kurz zur Info, hinter dir P1. Ich weiß. Das habe ich Ihnen schon vor 10 Runden gesagt, aber er fährt so. Da ist, dann lasse ich noch vorbei, keine Sorge. Aber da ist noch ein bisschen Luft. Also Streuner, ich persönlich, ja, das ist persönliche Präferenz. Also ich sage,
der kostengünstigste Einstieg ist, glaube ich, ACC oder AC, wobei AC nicht den physikalischen neuesten Standard entspricht. Also ACC bist du aber limitiert auf GT3 und GT4. Aber damit wirst du wahrscheinlich den kostengünstigsten Einstieg haben mit der aktuell für GT3. Der Backmarker vor mir, denke ich, ne? GT3, GT4, den realistischsten. Ja. Die realistischste Fahrphysik. So, jetzt. Race Room ist aber auch gut. R-Faktor, iRacing. Was haben wir denn da noch alles? Assetto Corsa. Sind beide im Fight, aber Vorsicht. Ansonsten, oh. Nee, die sind nicht mehr im Fight. Da hast du gelogen, Sandrin. Ja. Das sind am besten gleich vorbei irgendwo. Bin gestrandet und mach weiter dann. Super. Ja, die PS kann ich nicht gehen. Wir brechen hinten die Reifendrücke ein. Die muss ich nächstes Mal höher stellen. Aber hat kaum Grip. Ich hab vorhin extra gefragt. 0,5 weniger. Oh. Ja, er hat mit mehr Temperatur gerechnet. Ist aber weniger geworden. Doch, G2 fährt, hat ein Team. Mit Nils Nautschuk. Und da sind noch ein paar andere Leute drin. Bei G2. Das ist bestimmt eine bescheuerte Frage, aber lässt sich das Spiel zeitweilig auch mit Controller spielen? Frag mal Xentrin, der ist gerade im Discord. Also ich würde sagen, ja. Wenn du schon vorher ein bisschen fahren kannst mit Controller, auf definitiv. Ansonsten würde ich halt, ja, vorsichtig mich rantasten und halt vielleicht erstmal Singleplayer fahren. Bevor es dann halt in den Multiplayer rübergeht. Aber es sollte sich gut fahren lassen, ja. Der wurde vorbeigelassen, weil das der Erstplatzierte ist und der uns gerade aktuell eben überrundet hat. Captain Dosebier. Übrigens mal jetzt Butter bei der Fische. Schön, dass ihr alle da seid und am Simracing scheinbar sehr viel Spaß habt und dieses Rennen mitfiebert und genießt. Ich hoffe, ihr habt hier einen angenehmen Samstag und genießt auch den Renntag mit uns. Wir sind noch bis 24 Uhr unterwegs heute. Also wir fahren jetzt noch gute 9 Stunden. Hier geht noch einiges heute. Falls ihr Lust habt auf das Schwesternauto, wir sind im, wir sind gerade aktuell in einem Spotstream drin. Da könnt ihr im anderen Mercedes zugucken. Ich glaube zu wissen, dass der gute Daveson auch streamt. Der sitzt im Porsche vorne drin, in dem anderen Schwesternauto, aber da habe ich gerade keinen Link. Aber vielleicht ist irgendwo ein Kumpel von ihm da, der den Link hier reinzimmern kann. Also vom vorderen Auto gibt es auch nochmal eine Perspektive. In welchem Voice seid ihr? In dem, wo du nicht reinkommst. Mir fällt gerade auf, er hat gar keine Delta-Anzeige, ne? Bei sich. Wer? Der Winfin. Ja, zu Recht, die will er auch nicht. Okay. Denkt ihn, glaube ich, nur ab. Sehr nett, Herr Sendes. Ja, Maga, dann mach doch deine Augen auf, du Pfeifen-August. Mach doch deine Augen auf, du Pfeife. Also, wenn das schon ein Hindernis für dich ist, Michel, dann frage ich mich, ob du dir morgens deine Schnürsenkel schon zugebunden hast. Kann sein, dass er den gar nicht sieht hier, oder? Ich will bloß den Fahrer nicht stören. Nee, der Fahrer ist im Tiefflieg. Alles gut. Doch, kann er alles sehen, eigentlich. Wir sind unten drin im Red Dot
Nee, sieht er nicht. Sieht er nicht. Kann er nichts sehen? Nee. Ah. Hallo? Oder doch? Doch, kann er, wollte ich sagen. Hallo? Ah nein, ich sehe das ja. Ich wusste jetzt bloß nicht, ob ich einfach joinen kann, ohne seinen Winz zu stören. Deswegen nee, habe ich. Nee, ist doch gemutet, siehst du doch. Ja, da habe ich jetzt nicht so genau hingeguckt. Ich ja, dachte noch im TS. Bist du schon gefahren oder warum bist du so durcheinander? Nee. Wow. Bei mir geht's erst 19 Uhr los. Also wir sind jetzt momentan auf Platz 24. Hatten einen Dreh auf Blanchiment. Und der hat uns dann halt gleich mal 20 Plätze gekostet. Wir waren zwischenzeitlich Platz 35, jetzt sind wir wieder 24 vorgefahren, aber jetzt zieht sich's halt. Wenn man dann jetzt wirklich mal das Scoreboard aufmacht, es sind halt, keine Ahnung, 12 Aston vor uns. Zwischendrin war ein BMW und ein Ferrari und das war's. Und dann kommen erst die ganzen Audis. Die sind halt alle geballt, die ganzen Audis. Da siehst du halt auch, dass die ganzen Audis am Limit fahren. Die haben halt keine Schnitte gegen die Astons. Ja, ich glaube, die ersten 8 sind alles Aston Martins. Ja, was auch sonst auch Spaß, ne? Übel, Mann. Und der BMW übel. Ist wahrscheinlich G2. Ja, das ist Nils. Ja, sag ich ja. Es gibt keinen anderen, der den fährt. Gut, aber doch, Szymanski ist noch mit dabei auf Platz 37, aber die sind auch schon überrundet. Und der BMW soll ja nicht so schlecht aufs Spa sein. Also, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau beurteilen, aber laut hören sagen halt. Weiß ich auch nicht. So, und wie läuft's bei euch? Platz 15 sehe ich. Ja. Sieht gut aus. So, ich habe davor vorgearbeitet. Ja. Bentley übrigens relativ gut in Barcelona. Habe ich gemerkt. Der ist fast as fuck, boy. Auf den Geraden halt, da kommst du halt mit dem Mercedes hinten nicht ran. Wo der Schaden lag vorhin, weiß ich nicht genau, aber ich glaube nicht. Also da auf den Geraden ist er sehr schnell. Nee, Mercedes allgemein hat keinen Topspeed. Das kannst du knicken, also der 2020er Evo. Bei dem anderen sieht es dann anders aus, aber der Evo, der hat keinen Topspeed. Und Paul Ricard hat mich sogar der Porsche stehen lassen. Und das ist schon böse. Porsche ist hier eigentlich auf Barcelona auch ein ganz, ganz gutes Auto, aber halt nicht Endurance-technisch. Auf eine Runde gesehen ist er wahrscheinlich mit der schnellste, der Porsche. War gestern, glaube ich, P2 geworden im Quali. Ja, ja. Aber Endurance-mäßig ist halt Reifen relativ ripped beim Porsche, die gehen halt schnell kaputt. Und die Balance, die Gesamtbalance vom Auto ändert sich halt im Verlauf des Stints extrem. Dadurch, dass er den Tank vorne sitzen hat, wird das Auto halt vorne ultra leicht. Dann hast du halt mega viel Untersteuern drin. So, jetzt habe ich hier das Spiel zugelabert. Sehr gut. Oh. Was ist los? Die 1 konnte sich, glaube ich, gerade nicht entscheiden, ob er reinfahren will oder nicht. Ist gerade irgendwas auf der Strecke los oder warum fährt der vor mir so komisch? Ja, fahrt nicht durch oder sonst? Vielleicht oder? Wegen Barcelona. Der hat überlegt eben oder so, keine Ahnung. Barcelona. Hast du deinen Stream eigentlich an? Das verwirrt mich gerade, was hier vorne gerade abgeht. Was? Ich? Ja. Nein, hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Machst du erst heute Abend oder was? Ja, wir müssen das so machen, weil SimGrid erlaubt bloß 2 Fahrer auf dem Auto. Okay, warum? Weil die das halt so wollen. Okay. Ich gehe davon aus, performancemäßig gegen Server wieder halt, ne? Ja, na, die wollen halt nichts riskieren. Also es darf pro Auto halt bloß 2 Fahrer in Spotter und der Fahrer selbst connected sein und in der Übergangsphase darfst du kurzzeitig zu dritt sein. Okay. Deswegen musst du das ein bisschen splitten. Der Porsche ist aber noch P2, du. Ja, die halten sich vorne, die Jungs. Das gute Schwesternauto. Gefolgt vom Aston wieder. Jetzt No Front, hier fehlen aber halt auch viele Fahrer bei dem Event jetzt. Ja, klar. Ja, also viele Topfahrer, die fahren jetzt halt SimGrid. Und ich glaube, es ist heute sogar noch ein anderes Rennen. Irgendein 8-Stunden-Rennen. Ich weiß gar nicht, warte mal. Was ist das? Ah ne, die fahren auch Split 2 und SimGrid. Wild. Ist auf alle Fälle, was momentan hier Simracing-technisch, Endurance-Rennen-technisch abgeht, das ist unnormal. Also du kannst dich eigentlich gar nicht retten vor Endurance-Rennen. Also ich habe für übernächste Woche und den Monat danach noch nicht 1. Ja. Kompu-Cup kommt ja noch was, warte mal.
Vince hatte mir noch was. Bernd, du mir bitte für meine Hinterreifen nochmal plus 2,2 aufrechnen. Warte mal, mich ist so. Warte mal. Habt ihr das irgendwie eingetragen? Discord. Discord. Okay. Okay. Mach plus 2, das ist 0,2, ja? Ja. Okay. Oder mach mal plus 0,3, weil jetzt brechen die mehr Demenz ein. Jawohl. Wäre mir die am Anfang zu stark. Ja, mach nur 0,2 mehr. Das musst du kann ich reichen. Warte. Ne, die sprechen gerade über Reifen. Achso, okay. Ja, doch, kannst du vielleicht nicht mehr. Jetzt kannst du. Ja. Du kannst ja mal bei Race App gucken, wenn du da auf Serien und Events gehst, da kannst du ja mal runterscrollen, da gibt es eigentlich jede Menge. Ja, aber ich muss ja auch immer ein Team haben dafür. Hier zum Beispiel am 19.06. 10 Stunden Nürburgring, 6 Stunden Hungaroring am 18.06. Du kannst hier ja auch mal ein paar Sprintrennen mitfahren. Nee. Warum nicht? Ich fahr keinen Sprint. Alles Übung. Ich fahr keinen Sprint. Ja, Sprint fahre ich die ganze Zeit im Stream. Welche Sprintrennen haben wir? Ich 50 Mann. Ruckzuck, ruf. Ne, mal so risch competitive, mal ein bisschen vorbereiten auf so ein Sprintrennen. Das feiere ich nicht. Also ich fühle Sprintrennen gar nicht. Also Training mit Community so gerne, aber. Vince, vorne passt? Ja. Okay. Ich beantworte gleich eure Fragen. Also Falk, du auch und Cosinus, deine auch. Nee, Sprintrennen ist so nur Community-Rennen, ansonsten fahre ich nur Endurance-Rennen. Fühle ich mich mehr zu Hause. Ja, da ist halt immer die Zeit ein bisschen entscheidend. Was meinst du? Mitfahren würde ich am liebsten auch alles, aber geht halt nicht. Ja. Sag mal, schläft Lisa oder warum redest du gerade wie Domian? Wieso? Na, du redest wie Domian. Red ganz normal. Nee. Okay. Du redest heute sehr einfühlsam. Ist das schlimm? Nee, das ist nur so eine Seite, die kenne ich von dir nicht. Wenn ich es dir durchgeben soll, sag Bescheid. Ja, man kann die Leute zurückrunden. Wie ist das mit den Stints nochmal? Unsere Stints sind immer Doppelstints. Wir fahren 2 Stunden. Vincent fährt jetzt 1 Stunde, fährt rein. Neue Push-Ruf, Sprintrennen noch 1 Stunde. Danach fahre ich 2. Dann fährt Xentren 2. Ich 2. Vincent 2. Also immer 2 Stunden Takt. Außer irgendwas passiert noch. Rohrbruch. Dünnschiss in der Hose, kurz vorm weiß der Geier irgendwas, dann muss ein anderer übernehmen oder ist müde, ist auch letztens schon mal vorgekommen. Aber ansonsten immer 2 Stunden Takt. Ist müde, alles klar, mit 200 über der Autobahn. Vince ist heute echt fast as fuck, boy, der fällt gut. Heute liefert er ab. Wie viele Stunden? 12 fahrt ihr, ne? Wir fahren 12, ja. 3 Stunden habt ihr dann ein Viertel vom Rennen geschafft. Naja, ist nur ein bisschen. Hol ich nach vorne auf, ich glaube, ich verliere viel Zeit. Verlierst aktuell, ja. Stefan hat es gerade durchgeschnitten. Was denn? Was? Ich habe gesagt, in 3 Stunden habt ihr dann 2 Viertel vom Rennen geschafft. Achso. Halt die Schnauzen. Hey! Wir wollen heute hier nicht so eine Kraftausdrücke im Stream. Da klatscht es aber kein Beifall. Mein Freund. Mit dir fahre ich die nächsten 24 Stunden. Fahren wir eigentlich wieder nachts beide im 24er? Ja, mal gucken. Müssen wir sehen, wie. Ja, mal gucken. Nee, mal gucken ist eine Scheißantwort. Ich hätte jetzt eigentlich. Also. Ich hätte ja eigentlich gern gehabt von dir. Also, ich habe jetzt Traumstints. Ich fahre bis um 1, dann darf ich 6 Stunden schlafen und dann bin ich um 7 wieder da. Boah, was? Voll den alten Herrn-Stint gekriegt, ey, im 24. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, der redet dann immer so viel. Elskar, oder pennt dann halt vorm Stream ein, also während des Streams. Aktuell holst du auf, die hatten gerade übelste Überrundungsprobleme. Ja, passt schon. Wie viel Grad habt ihr jetzt hier, Temperatur? 32. Okay. Müsst ihr Reifen doppelsten? Nö. Nee. Ah, okay. Das wäre tödlich auf Barcelona. Barcelona. Weil das ist so eine Reifenfresserstrecke.
Mir kam vor uns noch eine Frage wegen dem Lexus. Also ich kann dir da jetzt nicht viel dazu sagen. Ich bin den Lexus noch nicht viel gefahren. Viele sagen immer, das ist ein übelstes Einsteigerauto. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Also das eine Mal, wo ich ihn gefahren bin, war nicht so geil. Ja, Dizzy freut sich da auch schon drauf. Schon nur so. Weißt du, auf Nordschleife DLC? gleich wieder getriggert. Ja, das kaufe ich mir auch nicht. Da schenke ich es dir. Nee. Wir sind keine Freunde. Hab ich was verpasst oder? Hä? Nee, die Leute freuen sich schon auf das Nordschleife DLC. Also, falls es denn dann kommt, na, das muss man jetzt halt alles nur so ein bisschen unterstreichen. Ja, aber warum sollte es überhaupt kommen? Warum nicht? Naja, Lizenz? Ja, das ist erstmal korrekt, ja. Nein, das ist nicht bestätigt, Leute. Das ist nur ein Meme. Gut, ich dachte nämlich auch gerade, oder? Nein. Irgendwas nicht mitbekommen oder so? Also ohne Scheiße, auch wenn Dizzy da was anderes sagt, aber... Also ich hätte geschrien wie ein Baby, da steht. Nordschleife wird der ACC nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Aber auf ein ganz anderes Level. Und in diesem Level gehe ich jetzt erstmal richtig schön kacken, mein Frühstück wegbringen. Bei diesem Thema bin ich raus. Mach das. Hat er sich jetzt gemutet? Hören die uns noch? Keine Ahnung. Chat, hört ihr uns noch? Ja. Also Chat, eins kann ich euch sagen. Wenn Dizzy einmal ein Stundenrennen oder drei Stundenrennen auf der Nordschleife gefahren ist. Was? Na, hört ihr uns nur noch oder nicht? Das verwirrt mich. Ich glaube schon. Ja, okay. Also, wie gesagt, wenn Dizzy mal 3-4 Stunden Nordschleife gefahren ist, er die Strecke verstanden hat, dann will er nichts anderes mehr fahren. 100%. Wieso hat denn der AMG eigentlich hier neben uns die Lackierung geklaut, der Herr Funke? Schlüsselteam. Achso, das ist ja die 33, ist wohl hier Igai. Genau. Ah, okay. Mal trollen die jetzt, oder? Ey, natürlich trollen. Ja, ich wollte gerade sagen. Die trollen gerade so richtig. Ja, was hat er gegen die Nordschleife? Er findet halt den Hype wegen der Nordschleife ungerechtfertigt. Er kennt die Strecke nicht und ja, es ist halt ganz komisch. Also, komische Einstellung. Wenn er so gefahren ist und wirklich beherrscht, glaubt mir, dann ändert er seine Meinung hundertprozentig. Das ist, ja. Das ist halt, er will jetzt halt unbedingt dahingehend gegen den Strom schwimmen. Taken natürlich, werden wir gehört. Jetzt laber nicht so einen Scheiß. Gut, wenn die uns nicht hören, dann kann ich auch mal. Kleinen Lex gerade oder? Ja, dann nur du. Okay. Wenn wir uns nicht hören, dann können wir ein bisschen lästern über dir, oder? Ah, okay, ja. Wo war Chat? Chat stinkt. Ja. Kack-Chat. So. Wird gleich ausgerastet. Wascht euch. Chat, wascht euch. Nee, was ich halt auch noch feiern würde, wäre Le Mans oder sowas. Und was ich besonders feiern würde, das würde ich wahrscheinlich sogar noch mehr feiern als die Nordschleife, wären fucking GTEs, Mann. Ah, nee. Doch, doch. Wenn dann LMP wird, das würde ich noch mehr fühlen. Na, nee, LMP bin ich. GTE brauche ich nicht, nee. Ich finde, die sind zu ähnlich mit dem GT3, nur halt, dass er halt keine, was war's, ABS, glaube ich, haben, ne? Ja. Und ticken schneller, glaube ich. Nee, nicht unbedingt. Die haben. Schneller sind sie nicht. Also topspeedmäßig sind sie sogar langsamer. Aber die haben halt deutlich mehr Aero. Ja, oder das halt. Ja, ich meine auf die Rundenzeit gerechnet halt schneller, ne? Da sind sie dann wiederum fast gleich. Auf Spa zum Beispiel, ja, auf der Nordschleife ist der Unterschied nicht allzu groß, sondern das 2-3 Sekunden.
Spa sind es auch 2-3 Sekunden und es gibt dann auch die ein oder andere Strecke, wie zum Beispiel.